Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, im Namen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung heiße ich Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ausgezeichnete Gesundheit. Besonders begrüße ich die Mitglieder des Deutschen Bundestages und deren Mitarbeiterinnen, Vertreterinnen und Vertreter der Landesministerien, Fachgesellschaften und weiterer Institutionen aus dem deutschen Gesundheitswesen, Vorstandsmitglieder der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Kassenärztlichen Vereinigungen, die Vortragenden der 10 herausragenden Beispiele aus der vertragsärztlichen Versorgung, die heute vorgestellt werden, und natürlich Sie, unser Publikum hier im Berliner Allianzforum. Wir legen diesmal besonderen Wert darauf, diese Veranstaltung nur in Präsenz, also nicht im Livestream anzubieten. Danke. Denn dieses Event dient ja auch dem persönlichen Kontakt und Austausch. Und vor dieses zu Pandemiezeiten lange vermisste Vergnügen haben wir als Veranstalter aber etwas Arbeit gesetzt. Sie als Publikum sind heute wieder gefordert. Mit Ihrer aktiven Mitwirkung werden wir heute Abend 3 Versorgungsprojekte auszeichnen. Je Themenfeld soll es einen Gewinner geben. Die Veranstaltung erhält dadurch eine kleine sportliche Note, aber es gibt keine Verlierer. Denn wir wollen mit allen Kurzvorträgen ja innovative Entwicklungen in der ambulanten ärztlichen Versorgung bekannt machen und damit die Verbreitung guter Konzepte unterstützen. Immer wieder hören wir nach dieser Eventreihe sinngemäß Sätze wie diesen. Ich wusste gar nicht, was alles bereits in der ambulanten Versorgung passiert. Projekt XY nehmen wir als Anregung auch für eine Weiterentwicklung in unserer Region. Und das ist genau, was wir erreichen wollen. Und deshalb diese Veranstaltung als kurzweiliger Überblick über das, was aktuell passiert und Dinge, an denen man sich orientieren kann. Ein Überblick, der der Neugier und dem Interesse dienen soll und Interesse an Vertiefung wecken soll. Solange dies gelingt, können wir mit Zuversicht nach vorne blicken. Die gesetzlich Versicherten in Deutschland vertrauen zu Recht darauf, dass sich die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie die Praxisteams täglich mit hoher Motivation der Patientenversorgung widmen, sich dort engagieren. Und damit dies so bleiben kann, müssen die Rahmenbedingungen für die Versorgung laufend weiterentwickelt werden. Dies wiederum erwarten die in der vertragsärztlichen Versorgung Tätigen von der Politik. Worauf es dabei ankommt, können wir heute in den drei kurzen Podiumsdiskussionen nur streifen. Auch wenn derzeit etwa die Krankenhausreform oder die Reform der Notfallversorgung primär auf der gesundheitspolitischen Agenda erscheinen, ohne die Niedergelassenen einzubeziehen, werden auch diese Reformen nicht gelingen können. Und deshalb wünschen wir uns ein nachhaltiges Interesse der Politik an der vertragsärztlichen Versorgung. Und dazu möchten wir heute etwas beitragen. Damit darf ich die beiden Moderatorinnen, Alexandra von Lingen und Anna Steinhardt, bitten, nach vorne zu kommen. Ich übergebe gerne an Sie. Sie werden uns durch den heutigen Abend führen. Vielen Dank und einen spannenden Abend. Vielen Dank, Herr Dr. von Stillfried. Wir sehen uns gleich noch einmal wieder. So viel ist klar. Ja, und damit auch ein herzliches Willkommen von unserer Seite zur ausgezeichneten Gesundheit 2023. Hier im Allianzforum. Ich finde, die Kulisse könnte nicht besser sein. Am Pariser Platz. Also mehr Hauptstadt geht nun wirklich nicht. Ja, wir feiern sowas wie ein kleines Jubiläum heute. Ne? Das ist das 5. Mal, dass die ausgezeichnete Gesundheit über die Bühne geht. Zeitweise waren wir ja online unterwegs in Zeiten der Pandemie. Und dieser Event hier hat wirklich eine absolute Daseinsberechtigung, einmal mehr in diesen Zeiten. Ja? Wir haben die große Reform, wir debattieren heiß und mit viel Leidenschaft, wie die Ausgestaltung des Gesundheitswesens aussehen kann. Und da geht es natürlich vor allem um die große Frage, wie also jetzt beide Player, beide Sektoren gut miteinander agieren können. Und der Kassenärztechef Andreas Gassen hat es vor 2 Tagen sehr gut im Spiegel zusammengefasst. Er hat nämlich gesagt, von 20 Millionen Krankenhausfällen könnten 5 Millionen ambulant entsprechend versorgt werden. Also das zahlt natürlich auf diese Veranstaltung ein und zeigt auch, wir brauchen da eine gute, breite Basis. Und die haben wir schon. Wir haben Vortragende in der ersten Reihe und in der zweiten auch.
die uns gleich inspirieren werden mit ihren Projekten, die uns mit reinnehmen. Und uns ist es Glück und Ehre zugleich, dass wir heute wieder gemeinsam mit dabei sein können. Neben mir steht Anna Steinhardt. Sie ist Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin. Ja, und im vergangenen Jahr, Anna, hattest du noch einen Babybauch. Heute bist du glückliche und sehr vielfältig einsetzbare Mutter, würde ich mal sagen. Kann man so sagen. Vielen Dank, lieber Alex. Auch von mir ein ganz herzliches Hallo. Ja, der Babybauch aus dem letzten Jahr krabbelt schon durchs Wohnzimmer mit 9 Monaten. Ein Jahr geht schnell um und ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und an deiner Seite zu stehen. Alexandra von Ling, Journalistin und Moderatorin, kennen Sie über all die Jahre von ausgezeichneter Gesundheit und im Übrigen ist sie mit einem Arzt verheiratet. Das heißt, sie kennt diese nächtlichen Notfalleinsätze und steckt sehr viel tiefer drin in der Materie, als so manch einer glaubt. Liebe Alex, schön, dass du uns heute in Berlin begleitest. Ja, ist mir ein ganz persönliches Ansinnen natürlich, dass wir also da noch besser aufgestellt sind in der Notfallversorgung. Das heißt, dass ich dann auch bessere Nächte quasi habe. Ja, aber um uns geht es nun wirklich nicht, denn wir wollen natürlich schauen auf das Format, das wir heute für Sie vorbereitet haben. Es geht darum, knackig und auf den Punkt zu sein, kurzweilig. Science Slam ist ja das große Stichwort in diesem Kontext. Das heißt, dass die Vortragenden genau 4 Minuten Zeit haben, heute ihr Projekt oder die Initiative entsprechend hier auf der Bühne vorzustellen. Und damit Sie eine perfekte Orientierung haben, haben wir natürlich eine Uhr für Sie. Die wird gnadenlos mitlaufen und runterticken. Und wir sind auch so nett, dass wir 30 Sekunden vor Ende ein akustisches Signal hören. Genau, jetzt ist euer Einsatz da hinten. Das heißt also, ja, so langsam sollten die Vortragenden dann auch zum Ende kommen. Aber natürlich haben auch Sie heute eine ganz aktive Rolle. Ganz genau, denn Sie als unser Publikum haben es in der Hand, abzustimmen. Die 3 Kategorien, nämlich Versorgung, Akutversorgung, Digitalversorgung, kooperativ. Und nach jeder Vorstellung unserer Projekte gibt es eine Podiumsdiskussion. Diese dauert circa 15 Minuten. Und diese 15 Minuten können Sie nutzen, um zu voten. Das geht über den QR-Code, den Sie zum einen in Ihren Programmheften finden. Und zum anderen sehen Sie die auf den Screens, hier auf den Bildschirmen. Das heißt, einfach abscannen und dann kommen Sie direkt zur Umfrage und können Ihr Votum abgeben, entscheiden, wer trägt den Titel Ausgezeichnete Gesundheit 2023. Ja, es geht also um Ruhm und Ehre, aber Herr von Stillfried, Sie haben es schon gesagt, es geht natürlich auch um Einblicke, es geht um Inspiration, es geht darum zu zeigen, welche Beispiele so gut sind, dass wir darauf setzen sollten, dass wir das Ganze in die Fläche bringen. Und das ist auch das Thema, was wir in unseren Talkrunden haben werden. Also da kommen die KVen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Politik ins Gespräch. Ich bin schon ganz gespannt, welche Argumente die miteinander austauschen werden und wo wir gerade so schön gendern. Vielleicht ein Hinweis an Sie. Wir sind Verfechterinnen, aber wir denken, dass es der Sprache auch gut tut, wenn wir das jetzt nicht konstant in 2,5 Stunden durchziehen. Wir hoffen, das ist in Ihrem Sinne. Wir werden das also ein Stück weit flexibel handhaben. Sonst überziehen wir vielleicht auch. Das könnte passieren. Ja, da kommt genau, das ist auch gut, wenn Frauen klatschen und das Ganze entsprechend unterstützen. Also vielen Dank für Ihr Verständnis an dieser Stelle. So, das waren unsere Worte zur Agenda. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem Keynote-Speaker. Und Anna, ich musste so ein bisschen schmunzeln. Als ich wusste, wer die Keynote hält, wurde mir klar, ich kenne ihn ganz gut aus den Erzählungen meiner Mutter. Sie ist nämlich Patientin bei ihm gewesen, muss man sagen, in Herzberg im Harz. Denn er hat jetzt gewechselt und ist mitten rein in die Politik. Und die wird ihn so schnell wahrscheinlich nicht loslassen. Da bin ich sicher. Dr. Andreas Filippi, Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Niedersachsen. Die Welt ist eben manchmal doch klein und doch auch so groß. Deswegen eine schöne Story. Er kann heute Abend leider nicht persönlich hier sein. Er hat aber seine Begrüßungsworte mit Gedanken zum Stand der ambulanten Versorgung, der natürlich für uns heute ganz wichtig ist, und vor allem seine Zuversicht dank all Ihrer Projekte in digitaler Form aufgenommen und uns einen Videogruß dargelassen. Und er wird jetzt in dieser Form in den Abend einleiten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur diesjährigen Veranstaltung Ausgezeichnete Gesundheit. Ich freue mich, dass sich dieses Format zu einer festen Größe im gesundheitspolitischen Frühjahr entwickelt hat. Denn wer wünscht sich nicht eine ausgezeichnete Gesundheit?
Vieles ist der Gesundheit zuträglich, ganz besonders allerdings eine ausgezeichnete Versorgung. Und diese Versorgung muss nicht nur verlässlich sein, sie muss auch, und das haben uns die letzten Krisen gezeigt, flexibel und innovativ auf Bedarfe reagieren. Sie alle kennen die vielen Baustellen im Gesundheitswesen. Fachkräftemangel, Bürokratie, unzureichende Digitalisierung und nicht zuletzt die Barrieren zwischen den Sektoren. Unser System der starren Versorgungssektoren bremst die flexible ambulante Versorgung regelrecht aus. Jahrzehntelang haben sich die einzelnen Sektoren in Parallelwelten bewegt. Jetzt ist es an der Zeit, in der Gesundheitsversorgung über den Tellerrand der einzelnen Sektoren hinauszuschauen und die Grenzen zu überwinden. Es müssen viel mehr Leistungen vom stationären in den ambulanten Bereich verlagert werden. An den Schnittstellen muss besser kommuniziert und koordiniert werden. Denn die Menschen brauchen eine Versorgung, die bedarfsgerecht ist und die sie individuell begleitet. Die ambulanten Strukturen bilden eine starke Grundlage, auf denen wir aufbauen können. Und diese Grundlage hat noch viel Potenzial. Potenzial, das sie mit ihren Projekten heben und für die Patientinnen und Patienten nutzbar machen. Ihre innovativen Projekte tragen auch dazu bei, dass das Arbeiten im Gesundheitswesen attraktiv bleibt. Denn in der Versorgung geht es nicht darum, Aufgaben einfach abzuarbeiten. Versorgung geht einher mit Leidenschaft, Empathie und Vision. Ärztinnen und Ärzte und ihre Teams nehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung an. Sie nehmen sie gern an und sie wollen die ihnen gestellten Aufgaben auch gut erfüllen. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Wir müssen also dafür sorgen, dass Fachkräfte wieder genügend Raum haben, um ihren Beruf als Berufung, als ärztliche Kunst ausüben zu können. Sonst verlieren wir sie. Und das können wir uns nicht leisten. Wenn wir unsere Gesundheitsversorgung reformieren wollen, können wir auf die Expertise der Akteurinnen und Akteure vor Ort nicht verzichten. Ihre Erfahrungen sind wichtig. Sie sind Impulsgeber. Mit ihren Ideen werden Veränderungen angestoßen. Daher noch einmal mein herzlicher Dank an die Gastgeber für diese Veranstaltung, die nicht nur Raum zum fachlichen Austausch, sondern eine perfekte Plattform für Bottom-up-Prozesse bietet. Egal, wer heute als Gewinner den Saal verlässt, alle vorgestellten Projekte werden als Leuchtturm ihre Strahlkraft über die Region hinaus entfalten. Diese Projekte stimmen zuversichtlich, denn sie zeigen eine unglaubliche Kreativität. Sie beweisen, dass ambulantes System lernfähig ist. Sie zeigen auch, es ist nicht alles schlecht, im Gegenteil, vieles läuft richtig gut. Ich freue mich, wenn Ihre guten Konzepte rege Verbreitung finden und so alle Kolleginnen und Kollegen und damit auch den Patientinnen und Patienten von Nutzen sind. Und jetzt bin ich gespannt, welche Projekte unser Gastgeber heute präsentieren wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen inspirierenden Abend. Ja, wahre und wertschätzende Worte, da sagen wir Danke, Herr Minister, und senden diese Worte nach Hannover. Ja, er sprach die Leuchttürme an, das ist ja das Bild, was auch immer vom ZI gezeichnet wird. Und ich finde das so schön, weil Leuchttürme einfach für eine gute Orientierung stehen. Sie haben Strahlkraft, sie senden permanent ein Licht und sorgen so eben auch für Sicherheit. Und diese Leuchttürme, die nehmen wir jetzt mal ein bisschen genauer unter die Lupe. Wir kümmern uns nämlich jetzt um das erste Kompetenzfeld der KVen, das ist die akute Versorgung. Ja, und das ist ja auch ein Thema, das derzeit definitiv auf der Reformagenda steht, der Regierungskommission. Und ich bin ganz gespannt, welche Impulse wir jetzt hier einsammeln können. Eins ist klar, kein Weg führt an diesem Thema vorbei. Denn wenn wir uns jetzt mal in den Patienten, in die Patientin versetzen, dann ist völlig klar, aus ihrer Sicht befindet die oder er sich in einer Notlage und wünscht sich vor allem eins, zuverlässige und schnelle Hilfe. Und wünscht sich auch eine klare Navigation, eine gute Orientierung, um dann entsprechend auch eine qualitativ hochwertige Behandlung zu kommen. Egal, ob das jetzt ambulant ist oder stationär. Jetzt ist aber die große Frage, wie schaffen wir es also, das Zusammenspiel der beiden Sektoren so zu gestalten, dass
hier richtiges Potenzial gehoben wird. Also, dass das Ganze wirklich gut läuft, dass wir über eine gute Zusammenarbeit auch sprechen. Und die Frage ist auch, wie können diese Notfälle jetzt eigentlich gut bewertet werden, intelligent gelenkt werden, dass wir nicht nur die Konzentration entsprechend auf eine Versorgungsebene haben, sondern dass wir hier über eine gute Verteilung sprechen? Tja, Antworten haben wir gefunden darauf und ich schlage einfach vor, wir schauen direkt auf unser erstes Projekt. Also wir gehen jetzt in den Präsentationsmodus, denn ich freue mich auf den ersten Pitch und der kommt aus Hamburg, wie wir im Norden sagen. Denn was Experten und was die Politik fordert, wurde in Hamburg schon umgesetzt. Das Schöne ist, die haben ganz zu Beginn gesagt, wir machen einfach mal. Es gibt kein anderes Beispiel, aber ausprobieren hilft. Und ganz am Anfang stand tatsächlich ein Lego-Modell. Wir werden gleich mehr darüber erfahren. Es geht hier um ein gemeinsames Projekt der KV Hamburg mit dem Hamburger Marienkrankenhaus. Es wurde im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht. Und wir sprechen hier wirklich über das erste integrierte Notfallzentrum. Das Projekt war hier also so aufgestellt, dass die Patienten ganz klar navigiert werden in die für sie adäquate Versorgungsebene. Und am Anfang stand eben der gemeinsame Tresen und natürlich eine gute Ersteinschätzung. Digitale Hilfe kam hier auch ins Spiel. Und ich freue mich nun, welche Optionen die Entscheider an diesem gemeinsamen Tresen haben und was wir noch lernen können aus Hamburg. Ich freue mich auf die Icebreakerin, ich sage es einfach mal so, denn was Sie jetzt machen, machen dann im Nachgang alle anderen. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KV Hamburg, Caroline Roos. Und Frau Roos, das ist Ihr Applaus, wenn Sie wollen, motivierend. Und das ist Ihre Position für die nächsten 4 Minuten. Wenn Sie bereit sind, wir sind es auch, dann startet doch bitte die Uhr. Ja, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie können wir fußläufige Notfallpatientinnen und Patienten in bestmöglicher Art und Weise in die Versorgungsebene steuern, in der sie angesichts ihres medizinischen Bedarfs am besten aufgehoben sind? Wirtschaftlich und gleichzeitig medizinisch sinnvoll vorgehen und damit auch die beste Lösung für Patientinnen und Patienten schaffen. Diese Frage haben wir uns gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Katholischen Marienkrankenhaus, gestellt und intensiv und auch mit Hilfe eines Klemmbausteinmodells an einer Lösung gearbeitet. Die Antwort ist Deutschlands erstes integriertes Notfallzentrum. In Kooperation der KV Hamburg und des Hamburger Marienkrankenhauses, für das es bislang kein identisches Vorbild und auch keinen gesetzlichen Rahmen gibt. Bei unserer Definition, was ein INZ zum INZ macht, haben wir uns an dem Gutachten des Sachverständigenrates und dem Gesetzentwurf von Jens Spahn aus dem Jahr 2019 orientiert. Qualifizierte und standardisierte Ersteinschätzung des Versorgungsbedarfs, Erbringung der unmittelbar erforderlichen notdienstlichen Versorgung, gemeinsamer Betrieb von KV und Krankenhaus unter fachlicher Leitung der KV. Unser INZ besteht aus der zentralen Notaufnahme des Krankenhauses, der Notfallpraxis und einem gemeinsamen Tresen. Eröffnet wurde das INZ am 1. Juni letzten Jahres. Und es liegt auf dem Gelände des Marienkrankenhauses und ist hier ideal zu erreichen, liegt nämlich sehr zentral in Hamburg und kann im Prinzip von allen Himmelsrichtungen gut angesteuert werden. Die Steuerungszentrale des INZ ist der gemeinsame Tresen von Kassenärztlicher Vereinigung und Krankenhaus. Hier ermitteln medizinische Fachkräfte der KV anhand gezielter Fragen und strukturierter und gezielter Fragen, wie hoch die Versorgungsdringlichkeit ist und wo der Patient versorgt werden soll. Und dafür nutzen Sie die als Medizinprodukt zertifizierte Software S-MED Kontakt Plus. Je nach Ergebnis der Ersteinschätzung wird die Patientin und der Patient als Notfall in die zentrale Notaufnahme des Krankenhauses oder ambulant
in die KV-Notfallpraxis oder über eine Terminvermittlung an einen niedergelassenen Arzt weitergeleitet. Gegebenenfalls wird auch eine telefonische ärztliche Beratung vermittelt. Wer das INZ aufsucht, kann sich darauf verlassen, jederzeit schnell, bedarfsgerecht versorgt zu werden, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. Dieses INZ ist damit eine ganz neue Dimension in der sektorübergreifenden Zusammenarbeit. Wir bieten ein komplexes Versorgungsangebot, das sowohl den WANZ-Grundsatz als auch das Prinzip ambulant vor stationär in bestmöglicher Art und Weise umsetzt. Und erste Analysen zeigen, die Quote der ersteingeschätzten Patientinnen und Patienten, die am gemeinsamen Tresen in die ambulante Versorgung gesteuert werden, ist im INZ signifikant höher als in den normalen Notfallpraxen an Krankenhäusern. Am gemeinsamen Tresen wurden bisher monatlich im Schnitt 1250 Patientinnen und Patienten erst eingeschätzt. Drei Viertel davon, 74%, konnten in den ambulanten Bereich gesteuert werden. Davon 60% außerhalb der Praxisöffnungszeiten in die KV-Notfallpraxis und 14% haben einen Termin in einer Arztpraxis vermittelt bekommen. Am Tresen anderer Krankenhäuser, an denen wir Notfallpraxen betreiben, werden gut 40% weniger Patientinnen und Patienten in den ambulanten Bereich weitergeleitet und die Notaufnahmen damit weniger entlastet. Das INZ ist ein Modell für die Fläche? Fragezeichen. Mit Sicherheit. Allerdings muss die Standortauswahl in den regionalen Bedarfen angepasst werden und es muss eine hinreichende Finanzierung durch die Krankenkassen geben. Vielen Dank. Frau Roos, herzlichen Dank. Und sorry, dass ich Druck durch Nähe aufgebaut habe, aber wenn ich bei Ihnen jetzt nicht streng bin, dann ufert das gleich zu Beginn schon aus. Aber die Erfolgszahlen wollten wir noch mal eben mitnehmen und natürlich auch Ihre rhetorische Frage. Vielen Dank. Das ist am Anfang auch, finde ich, also für den Ersten ist es besonders schwierig, ganz einfach deshalb, weil auch das Bühnensetting noch nicht ganz etabliert ist. Aber wunderbar gemacht. Sie haben Ihren Applaus gehört. Und das Prinzip, denke ich, haben wir verstanden. Also wie hier die Patienten auf die richtige Versorgungsebene geführt werden und wie sie zielgerichtet geleitet werden. Das war übrigens auch ein Thema in Schleswig-Holstein. Und hier ist es ganz spannend, da hat man sich überlegt, wie können wir es jetzt also schaffen, die Notaufnahmen zu entlasten. Und da hat man dann mal den Rettungsdienst in den Blick genommen und hat sich angeguckt, wie häufig eigentlich der Rettungswagen im Einsatz ist und wie häufig dann auch die Indikation so ist, dass es tatsächlich ein Notfall ist. Und ganz schnell hat man festgestellt, aha, also häufiger wird ein Notfall angemeldet und am Ende des Tages ist es aber keiner, also es gibt keine Indikation. Also das heißt im Umkehrschluss ja, dass viele Patientinnen und Patienten letztendlich den ärztlichen Bereitschaftsdienst etwa nutzen könnten oder die niedergelassenen Haus- oder Fachärzte, wenn eben die Lage nicht lebensbedrohlich ist. Ja, und wie diese Ausgestaltung jetzt aussieht, also wie man mit diesen Punkten gearbeitet hat, das erfahren wir jetzt. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt und zwar der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein, das ZI war mit dabei und die KV Schleswig-Holstein. Von der hören wir jetzt Kerstin Halbeck, sie ist Fachreferentin Versorgungsmanagement bei der KV Schleswig-Holstein und wenn Sie mögen, dann ist das hier Ihre Bühne. Schön, Sie zu sehen. Richten Sie sich kurz ein. Sie fühlen sich gut. Das sieht so aus. Dann gehören die nächsten 4 Minuten Ihnen und Ihrem exzellenten Projekt. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, Ihnen unser Projekt vorzustellen zur sektorenübergreifenden Akutversorgung in Schleswig-Holstein. Es herrscht noch immer eine große Unsicherheit in der Bevölkerung, wer eigentlich im akuten Krankheitsfall mein richtiger Ansprechpartner ist. Das führt leider immer noch dazu, dass wir überfüllte Notaufnahmen haben und eine hohe Inanspruchnahme des Rettungsdienstes. Aus dieser Problematik heraus entstand unsere Idee, eine gezielte und sektorenübergreifende Steuerung dieser rettungsdienstlichen Patienten zu optimieren. Und entsprechend sich die Frage zu stellen, warum wenden wir nicht die Ersteinschätzungssoftware ESMED zur strukturierten medizinischen Ersteinschätzung in Deutschland, die wir bereits in der Leitstelle der 11.6, 11.7 fest etabliert haben, mit dem Modul ESMED Kontakt auch auf einem Rettungswagen ein. Daraufhin haben wir ein gemeinsames Pilotprojekt gegründet, gemeinsam mit der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein, RKISH und dem ZI und uns.
Und das Ganze haben wir letztes Jahr im Juli schon gemeinsam gestartet an zwei Rettungswachen und dort wird die Software ESMED bereits eingesetzt. Das ganze Projekt wird durch das ZI auch noch so hingehend begleitet, dass das Ganze retrospektiv evaluiert werden soll. Wir haben uns daher zum Ziel gesetzt, eine strukturierte und effiziente Zuweisung durch die Anwendung von ESMED auf dem Rettungswagen zu optimieren und zu etablieren, um den Mitarbeitern im Rettungsdienst entsprechende Handlungssicherheit zu geben, weil Patienten, die nicht notwendigerweise in der Notaufnahme behandelt werden müssen, um denen aber dann trotzdem eine optimale Versorgung aufzuzeigen, die dann entsprechend zum richtigen Zeit am richtigen Ort stattfinden soll, um dahingehend auch unnötige Transporte in die Notaufnahmen zu vermeiden und erstmals eine direkte ambulante Zuweisung aus der rettungsdienstlichen Struktur in die ambulante Versorgung zu ermöglichen. Wie können wir uns nun also diese Anwendung von ESMED-Kontakt auf dem Rettungswagen vorstellen? Nachdem der Mitarbeiter vor Ort bei dem Patienten seine eigene standardisierte Notfalluntersuchung durchgeführt hat und feststellt, dass der Patient nicht nötigerweise in der Notaufnahme behandelt werden muss, würde dieser entsprechend ESMED als Software anwenden und erhält dann eine genaue Empfehlung zum optimalen Versorgungszeitpunkt und der entsprechenden Versorgungsebene, wo der Patient entsprechend Versorgung findet. Somit hat der Mitarbeiter vor Ort eine konkrete und standardisierte Entscheidungshilfe durch ESMED erhalten. Was macht der Mitarbeiter also vor Ort, wenn er bei dem Patienten ist? Er erhält durch die Software ESMED eine entsprechende Empfehlung zum Zeitpunkt und der Versorgungsebene. Wenn wir also davon ausgehen, dass ein Patient innerhalb von 24 Stunden, also heute, Arztkontakt haben sollte, also eine Versorgung innerhalb von 24 Stunden bedingt ist, dann müssen wir einmal schauen, welchen Tag wir gerade haben und welche Uhrzeit. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass wir Bereitschaftsdienstzeit haben. Das heißt, es würde von dem Mitarbeiter direkt vor Ort vom Rettungsdienst die Leitstelle der 116 117 kontaktiert werden können durch eine interne Durchwahl. Und wir können dort dann sozusagen unsere Strukturen des Fahrdienstarztes oder des Telefonberaters direkt übermitteln und entsprechend dann auch nutzen. Zu normalen Öffnungszeiten wäre es dann entsprechend so, wenn er keinen Hausarzt hätte, dass wir dann auch hier die 116 117 etablieren können und anrufen können, sodass wir dann direkt eine Akutterminvermittlung garantieren können. Wenn der Patient mobil wäre, kann er auch zu Bereitschaftsdienstzeiten direkt vom Mitarbeiter die nächstgelegene Anlaufpraxis genannt bekommen. Wenn wir uns also hier noch einmal die Ausgangssituation angucken, dass der Patient sich bei der 112 meldet, dann entsprechend von dem Mitarbeiter angefahren wird und normalerweise in einigen Fällen in die Notaufnahme gefahren wird, setzt genau hier unser Projekt an, um dann entsprechend dem Patienten und auch dem Mitarbeiter die Strukturen aufzuzeigen der ambulanten Versorgung, um diese entsprechend auch zu nutzen. Das nehmen wir noch mit. Vielen Dank, Frau Heilbeck, dass Sie uns mit reingenommen haben. Klar, da war auch schon Digitalisierung mit dabei, ohne die geht's nicht. Da sprechen wir gleich natürlich im gesonderten Themenblock auch noch mal über andere Projekte, die entsprechend aufgestellt sind. Jetzt bleiben wir aber mal bei den zahlreichen Maßnahmen, die starke Säulen bilden der ambulanten Versorgung. Und hier ist die KV Berlin ganz aktiv, bereits seit 2017. Und wundern Sie sich nicht, hier hat sich der Vortragstitel noch leicht geändert. Wir sprechen nämlich jetzt über Versorgungsangebote, die man als System denken und entwickeln kann. Nun, was heißt das denn eigentlich? Wir sprechen hier in Berlin über ganz unterschiedliche Bausteine, die man quasi zu einem erfolgreichen Gesamtpaket geschnürt hat. Dazu gehören zum einen eine intelligente Leitstelle. Wir sprechen aber auch über insgesamt 11 KV-Notdienstpraxen, die über die Stadt verteilt sind. Wir reden über die Ersteinschätzung durch ESMED, ganz klar. Und das Zusammenspiel zwischen dem ärztlichen Bereitschaftsdienst und der Berliner Feuerwehr. Und um das Ganze noch zu untermauern, gab es auch jetzt einen neuen Spot. Also da wollte man wirklich auch noch mal informativ bei der Bevölkerung wirken. Ja, und wie also diese Ausgestaltung des Zusammenwirkens aussieht, das sagt uns nun der Vorstandsvorsitzende der KV Berlin. Und das ist Dr. Burkhard Ruppert. Sie kommen direkt am Ende auf die Bühne. Das ist Ihre Fläche. Und wenn Sie mögen, dann freuen wir uns auf Ihr Projekt.
Vielen Dank. Ja, ich freue mich, Ihnen heute vorstellen zu können, wie wir ein effektives und effizientes Versorgungssystem in der KV Berlin aufgebaut haben, indem wir die Versorgungsangebote als System denken und entwickeln. Und das Ganze bei der Frage, was können wir uns eigentlich leisten oder was können wir uns noch leisten und was können wir leisten? Bei übervollen Wartezimmern, lange Wartezeiten, das Stress auslöst beim Praxispersonal und zu Personalausfällen führt. Die Patienten weichen aus auf die Rettungsstellen oder auf die 112. Damit belasten sie diese über das normale Maß hinaus. Wir haben Stress beim Klinikpersonal, auch hier Personalausfälle, die häufig sind. Und der ärztliche Beruf wird dadurch am Ende immer unattraktiver. Stichwort Fehlallokation führt bei allen Beteiligten zur Verschwendung von Arbeitskräften und Geld und zu einem allseitigen Frust. Und deswegen haben wir uns dieses System überlegt, ein Netzwerk von Maßnahmen, in deren Zentrum der Gedanke steht, Steuerung und Versorgung zusammendenken. Und hier die intelligente oder integrierte Leitstelle, die insbesondere sich dadurch auszahlt, 24/7 ist sie da. Sie arbeitet auch mit dem strukturierten medizinischen Erstanschätzungsprogramm ESMED. Wir können darüber zum Beispiel den Auslastungsgrad von KV-Notdienstpraxen monitoren, können also genau Patienten dahin schicken, wo weniger los ist. Und wir haben eine hochfrequente und vertrauensvolle Abstimmung mit dem Berliner Rettungsdienst. Darüber konnten wir in den letzten Jahren bis auf die Corona-Delle die Anzahl der bearbeiteten Anrufe massiv steigern. Insbesondere konnten wir ESMED-Assessments steigern, mittlerweile auf 120.000. Und wir haben in dieser Leitstelle auch Beratungsärzte, die 24/7 auch vorhanden sind und die mittlerweile fast 100.000 Beratungsgespräche durchgeführt haben im Jahre 2022 mit abschließenden Kontakten von etwa 66%, wo also keine weitere medizinische Versorgung notwendig war. Das Ganze hat Effekte. Wir sehen das daran, dass die Hausbesuche massiv abgenommen haben. Also wo wir noch 2018 fast 160.000 Hausbesuche ausgelöst haben, mussten wir das jetzt nur noch in 2022 in 72.000 Fällen tun. Und wir haben daneben noch ein KV-Notdienstpraxensystem aufgebaut, das sich in etwa 10 Autominuten in der Stadt verteilt. Die dunkelblauen Wolken sind die Verteilungswolken. Und wir konnten darüber jetzt 11 KV-Notdienstpraxen aufbauen, 5 im pädiatrischen Bereich, 6 im Erwachsenenbereich und sind mittlerweile bei einer Versorgungsquote, bei einer Versorgungszahl von ca. 30.000 Patienten im Jahr im kinderärztlichen und im Erwachsenenbereich. Wichtig ist dabei auch hier der Gedanke des gemeinsamen Tresens. Also ich sage immer, wir leben INZ. Wir sind zwar noch kein richtiges INZ, aber wir leben diesen Gedanken. Und insbesondere ist der respektvolle Umgang auf Augenhöhe mit den Kliniken hier ein ganz besonderer Punkt, den ich herausstellen möchte. Im Weiteren haben wir, das ist schon angesprochen worden, die Zusammenarbeit mit der Berliner Feuerwehr intensiviert. Wir haben eine digitale Schnittstelle, da muss nicht mehr telefoniert oder gefaxt werden, sondern wir haben eine digitale Schnittstelle und darüber konnten wir mittlerweile Fehlallokationen massiv angehen, indem wir jetzt in 2022 die Anzahl verdoppelt haben, der Fälle, die wir übernommen haben, mittlerweile bei über 30.000 Fällen, die wir der Berliner Feuerwehr abnehmen konnten. Dank der Versorgungsangebote der Berliner Arztpraxen konnten wir auch hier die Terminvermittlung in der Berliner Arztpraxen deutlich steigern. Wo wir noch Luft nach oben haben, ist ein ganz interessanter Effekt. Februar 23, März 23, ganz neue Zahlen, ca. 10.000 gemeldete Akutangebote, aber nur, wie Sie sehen, nur im Januar 311 Termine, die wir darüber gemacht haben. Also hier gibt es noch Luft nach oben. Und was wir auch demnächst machen wollen, zusammen mit dem ZI, ist die Patienten wiederum aus den Rettungsstellen herausbringen in die ambulante Versorgung mit angeschlossenen Praxen. Dispo-Akut nennt sich das Ganze. Wir stoßen hier allerdings auf Herausforderungen, die Senatsverwaltung und die Klinikverwaltung kritisieren. Diese Überleitung in Arztpraxen, sie bevorzugen eher die ambulante Behandlung auf Krankenhaus-Campus-Niveau. Und da sind wir dran und das wird der nächste Schritt sein. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Auf den Punkt. Herr Dr. Ruppert, Sie haben noch viel vor in der Zukunft. Danke, dass Sie uns mit reingenommen haben. Das Ganze geschieht ja hier direkt vor der Haustür, also näher könnten wir nicht dran sein. Sie haben dafür gesorgt, dass das Ganze auch noch einmal unterlegt wird mit passenden Beispielen. Liebes Publikum, jetzt sind Sie gefragt. Jetzt oder die nächsten 15 Minuten, könnte man auch sagen. Anna hat es ja eben schon erklärt. Wir haben einen QR-Code und Sie nutzen ganz einfach Ihr Smartphone, scannen entweder den hier auf den Screens ab oder den aus dem Programmheft. Und überlegen nochmal, welches dieser Projekte hat mich überzeugt? Wer ist mein Favorit? Ich fasse noch einmal für Sie zusammen.
Mit dem ersten Projekt waren wir in Hamburg. Wir haben mehr erfahren über das erste integrierte Notfallzentrum. In Schleswig-Holstein ging es um die Verringerung der Einsätze des Rettungsdienstes. Und gerade haben wir das Beispiel aus Berlin gehört, also Versorgungsstrukturen neu denken, hier unterschiedliche Maßnahmen bündeln. Da hatten wir das Gesamtpaket, das wir kennengelernt haben. Ja, und die Auflösung gibt es dann bei unserer Preisverleihung. Also jetzt lassen wir natürlich hier noch nicht den Vorhang fallen, denn jetzt wollen wir erstmal eine Runde talken und mal ein paar Punkte aufgreifen. Und in diesem Kontext freue ich mich zum einen auf Herrn Freiberg und Frau Dr. Kappert-Gonter. Wenn Sie mögen, kommen Sie einmal hier an unseren Talk-Tresen quasi zur Sprechstunde. Und Sie werden sicherlich getragen von einem kleinen Applaus. Und wenn Sie hier oben sind, werde ich einmal sagen, mit wem wir es zu tun haben. Ja, Sie werden sich wahrscheinlich wundern, dass der Lutz O. Freiberg hier oben steht und nicht die Vorstandsvorsitzende der KV Brandenburg, die Katrin Steininger. Sie vertreten sie, sie waren so spontan. Sie hatte einen ganz wichtigen Termin im Landesministerium. Auch das muss natürlich bespielt werden und von daher freuen wir uns auf Sie. Bei Ihnen laufen ja viele Fäden zusammen bei der KV Brandenburg, denn Sie sind Geschäftsbereichsleiter für Verträge, Forschung und Entwicklung. Also wir freuen uns auf Ihre Expertise gleich. Des Weiteren, und Sie gehen ins Gespräch mit, freuen wir uns auf eine Frau, die sich heute aus dem Berliner Politikbetrieb ein bisschen freigenommen hat, rausgezogen hat für die ausgezeichnete Gesundheit. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages. Sie ist von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Und das Schöne ist, wir kommen beide aus Bremen. Sie waren in der bremischen Bürgerschaft vorher und Sie waren auch niedergelassene ärztliche Psychotherapeutin. Freut uns sehr, dass Sie hier sind. Wunderbar. Ja, und wir haben uns in diesem Jahr gedacht, dass wir einfach mal einstarten mit einer These. Das heißt, Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, also auch für Sie tickt die Uhr, auf diese These einzugehen. Herr Freiberg, schauen wir doch mal, was wir Ihnen thematisch mitgebracht haben. Auch für Sie eine Überraschung. Folgende These haben wir vorbereitet. Die KVen sind mit allen wichtigen Partnern in der Notfallversorgung in einem zunehmend intensiven und engen Austausch, das haben wir schon gehört. Nicht die mangelnde Zusammenarbeit ist das Problem der Notfallreform, sondern die Gefahr, immer mehr Inanspruchnahme in die Notfallversorgung zu lenken. So die These. Und ich bin gespannt, wie Ihre Gedanken dazu ausfallen. Wenn Sie mögen, nehmen Sie uns mit rein. Ja, vielen Dank erstmal und vorneweg noch die besten Grüße von Frau Steininger an Sie und vor allen Dingen an das Gelingen der Veranstaltung. Das geht auf meine Zeit. Ich möchte einen Satz vorneweg noch loswerden. Wenn wir über Notfallversorgung reden, dann ist das, glaube ich, besser. Wir würden über Akut- und Notfallversorgung reden und hier etwas differenzieren zwischen wirklich lebensbedrohlichen Notfallsituationen und den sonstigen Akuterkrankungen. Der beste Ort für Akutversorgung und deswegen diese Vorrede ist nun mal in Deutschland die ambulante Vertragsarztpraxis oder die ambulante Vertragspsychotherapeutenpraxis. Da ist man mit jeder Art der Akuterkrankung am besten aufgehoben. Und sollte diese Praxis tatsächlich zu sein, es gibt ja sowas wie Sprechstundenzeiten, dann ist man am besten immer noch in den Händen der Vertragsärzte im Bereitschaftsdienst aufgehoben, genau mit der notwendigen Versorgung, bis die bestmögliche Versorgung in den Vertragsarztpraxen wieder da ist, weil die Praxen wieder offen haben. Und wenn man wirklich lebensbedrohlich in Notfall erkrankt ist, dann ist die beste Versorgung, die wir in Deutschland haben können, die notfallmedizinische Versorgung in deren Strukturen. Und weil das so ist und das die bestmögliche Versorgung ist, ist die eigentliche Fragestellung bei der akuten Notfallversorgung, wie kann man das, was am besten möglich ist und das Beste für die Patienten ist, so miteinander zusammenbringen, dass es funktioniert. Und das ist die Kooperation zwischen diesen Bereichen von Vertragsärzten mit Krankenhäusern, von Vertragsärzten mit dem Rettungsdienst, Rettungsdienstkrankenhäuser und alles, wie wir das hier an den Beispielen ja eben gerade auch schon mal gehört haben. Und an der Stelle ist die große Gefahr, wenn man über Akut- und Notfallversorgung redet, dass man diese Kooperation ein Stück weit vergisst und in diesem Kontext des 24-7, die ist übrigens 24-7, diese bestmögliche Versorgung, aber über diesen Slogan 24-7 auf einmal neue Orte von Versorgung kreiert, die bei weitem nicht die bestmögliche Versorgung erzeugen, aber den Menschen suggeriert, wenn ihr dahin geht,
dann wäre das die bestmögliche Versorgung. Dafür haben wir weder die Ressourcen noch die Fachkräfte und das ist definitiv der falsche Weg. Der richtige Weg, das haben wir heute gehört, das ist die Kooperation und die Patientensteuerung in die richtige Versorgungsebene zur richtigen Zeit. Danke. Mhm. Mit dem richtigen Namen. Mit dem richtigen Namen. Genau, ja. Die 10 Sekunden haben wir Ihnen geschenkt, das haben Sie gemerkt. Ne? Wunderbar, das haben wir jetzt erstmal auf uns wirken lassen, das haben wir eingesammelt. Jetzt habe ich eine These noch für Sie natürlich, Frau Dr. Kappert-Gonter. Schauen wir auch mal drauf. Die BürgerInnen benötigen verlässliche Hilfen bei akuten gesundheitlichen Beschwerden. Aber auch, zahlt auf das ein, was Herr Freiberg gesagt hat, eine klare Steuerung, um Angebote der Notfallversorgung nicht zu überlasten. Ihre 2 Minuten. Ja, vielen Dank. Ich kann sagen, ich stimme zu. Wo ich überhaupt nicht zustimmen würde, das haben Sie aber auch nicht gesagt, das gibt es aber, dass das manchmal so formuliert wird, dass die Patientinnen quasi etwas falsch machen, wenn sie in die Notaufnahmen der Kliniken gehen. Dem stimme ich nicht zu, weil es häufig so ist, dass Patientinnen und Patienten dieses Empfinden von ich bin in einer Notsituation erstmal haben. Und das würde ich als Ärztin auch als Gesetz sehen. Und dann geht es darum, wie ermöglichen wir es den Patientinnen, genau in die Versorgungsebene zu kommen, wo sie die bestmögliche Versorgung bekommen. Und ich würde Ihnen insoweit zustimmen, dass das häufig die niedergelassene fachärztliche Praxis ist. Ich war ja auch über 10 Jahre niedergelassene Fachärztin, aber eben nicht immer. Und das ist entscheidend, weil Fehlallokationen machen eben nicht, sind nicht nur teuer, sondern sie bringen natürlich auch eine Menge von Gefahren mit sich. Und zwar nicht nur, wenn es um Unterversorgung geht, sondern natürlich auch, wenn es um Über- und Fehlversorgung geht. Und von daher halte ich das, ich greife das mal schon mal vorweg, was wir hier eben in den 3 Projekten gesehen haben, wenn wir das alles miteinander verbinden würden, ja, integrierte Notfallzentren, eine gute Vernetzung mit den Rettungsdiensten, eine gute Vernetzung mit den Leitstellen für das, was wir in Zukunft benötigen. Mhm. Und zu mehr Details kommen wir gleich, glaube ich. Ne? Jetzt sind die 2 Minuten soweit erfüllt. Sie hätten noch 20 Sekunden gehabt, oh, dann, aber wir wollen dann das mache ich die gerne. Nicht dann sage ich, also das kennt man ja als Politikerin, das nee, macht das man ja nie. Oder? Ach, da ist ja die Zahl. Ich will einen Gedanken noch mit Ihnen teilen und hoffe, dass wir darüber etwas sprechen können. Wir haben nämlich eine Patientengruppe, die sehr häufig absolut über, unter und fehlversorgt ist, und zwar auch im aktuellen Akut- und Notfallhilfesystem. Und das sind die Patientinnen mit psychischen Versorgungsbedarfen. Die sind in unserem aktuellen System nicht gut versorgt und auch das muss sich ändern und ich trete dafür ein, dass wir das in der Akut- und Notfallreform mit entsprechend verankern. Dass das mitgedacht wird, entsprechend verankert wird. Vielen Dank erstmal, dass Sie uns mit reingenommen haben. Da war jetzt schon ganz viel drin und ich fand ganz interessant, was Sie gesagt haben. Also, dass man erstmal auch schauen muss, die dies nutzen, wie kommen die rein, mit welchen Informationen und vor allem, wie treffen die auch ihre Wahl. Das habe ich im Vorfeld auch mal recherchiert, weil ich fand die Frage tatsächlich ganz spannend. Und was ich herausgefunden habe, ist, es gibt eine Studie, die sich dieser Fragestellung gewidmet hat und die hat 3 Gründe rausgefiltert, die zeigt, warum sich Patientinnen und Patienten für die Notaufnahme entscheiden. Punkt 1, sie kennen keine anderen Alternativen. Punkt 2, sie sehen eine eingeschränkte Verfügbarkeit bei den Vertragsärzten. Und Punkt 3, sie gehen davon aus, dass die Behandlungsqualität und die Geschwindigkeit in den Notaufnahmen besser ist. Vor dem Hintergrund, dass wir das jetzt so mal annehmen, dass diese Studie richtig rausgefiltert hat. Wie können wir denn dafür sorgen, dass Menschen besser informiert sind und wie können wir sie besser navigieren? Möchten Sie? Sie gucken mich an. Also erstmal glaube ich, ganz entscheidend ist der erste Punkt. Also ich traue dieser Studie, ich kenne die auch. Aus meiner Erfahrung und dem, was wir politisch im Moment bewegen, ist dieses Nicht-Wissen, wo bin ich am besten aufgehoben, wirklich ganz relevant. Das hat auch was mit tatsächlich nicht guter Gesundheitskompetenz in unserem Land zu tun. Es gibt dafür auch gute wissenschaftliche Evidenz, dass wir etwa 50% der Menschen haben, die auch sagen von sich, ich glaube, ich kenne mich weder besonders gut aus mit dem, was gesundheitsförderlich ist, wie ich meine Gesundheit einzuschätzen habe, aber eben auch nicht mit dem System. Und das dürfen wir nicht
unterschätzen. Und wie kann man das nun verbessern? Aus meiner Sicht, indem man ermöglicht, dass Patientinnen und Patienten erstmal da anrufen, wo sie anrufen, entweder bei der 112 oder 116, 117, dass diese Leitstellen aber direkt miteinander verknüpft sind. Das kann man digital relativ einfach inzwischen herstellen und da schon eine Ersteinschätzung stattfindet, gerne auch sozusagen angelehnt an das, was wir im ESMED Kontakt haben. Kontakt heißt ja nur, dass wir erstmal klären, gibt es eine Notfallindikation, ja oder nein? Ein, ja? Und dann wird weiter geguckt, wohin sollen die Patientinnen geleitet werden und dass hier schon etwas wie eine Vortriage stattfindet und eine Lenkung einsetzt, das halte ich für ganz entscheidend, weil dann könnten wir einfach sagen, rufen Sie doch bitte diese Telefonnummer ein und dann beginnt es schon mit der Navigation. Herr Freiberg, ich erinnere mich dran, die 116, 117 ist ja durch die Elfen etabliert worden, ist damit auch wirklich der breiten Bevölkerung letztendlich bekannt gemacht worden. Wenn wir jetzt mal diesen Schritt vor dem Einchecken in der Notaufnahme sehen, also ne, erstmal das Telefonat, reicht das aus oder wie sehr brauchen wir auch digitale Angebote? Denn jetzt im März wurde ja auch auf den Weg gebracht, dass es quasi eine Ersteinschätzung durch die Patientinnen und Patienten gibt über eine Software, die dort letztendlich Fragen beantworten. Naja, ich sage am Ende ist ja genau im Kontext dessen, was wir, glaube ich, alle feststellen, dass es mit der Gesundheitskompetenz nicht überall so richtig gut bestellt ist. Entscheidend, dass man denjenigen, die Hilfe suchen, Entscheidungsunterstützung an die Hand gibt und sie aufklärt darüber möglichst effizient, möglichst schnell, welche Versorgungsebene die richtige ist. Und ob das jetzt durch einen Anruf bei der F6, F7 funktioniert oder bei Leuten, die eine entsprechende Affinität haben und mit so einem System klarkommen, das auch digital passiert oder am zentralen Tresen, wenn sie sich dann einmal fußläufig auf dem Weg ins Krankenhaus gemacht haben, vermeintlichen Glauben, dass sie da die richtige Versorgung vorfinden. Entscheidend ist immer, dass sie auf jemanden treffen, der sie an die Hand nimmt und möglichst anhand solcher standardisierter Systeme sagt, pass auf, für dich ist das hier genau das Richtige, das ist der richtige Weg. Und aus der Erfahrung der ambulanten Medizin heraus ist es immer gut, im Zweifelsfall die ärztliche Kompetenz zu haben, zu fragen, Telefonarzt, wie auch immer, oder in einer Arztpraxis in Kontakt zu suchen und sich da beraten zu lassen. Und dann verschwinden auch die vielen, vielen Ängste, die viele Menschen haben, die sehr verunsichert sind und dann zu einer völlig Übereinschätzung zum Gesundheitszustand kommen und dann glauben, sie brauchen sonst was. Aber Sie hatten vorhin etwas gesagt, dazu würde ich gerne noch was sagen, diese Studie. Viele hier, ich glaube, das ist ja etwas Besonderes, dass wir inzwischen im KV-System überall sehr eng kooperieren mit den Krankenhäusern. Das machen wir an vielen Standorten. Und wenn Sie mal eine Befragung mit in den Praxen durchführen, in den ärztlichen Bereitschaftspraxen, bei den umgesteuerten Patienten, bei uns sind das auch bis zu 60% der Patienten, wir hatten jetzt hier am Beispiel in Hamburg noch eine höhere Zahl gesehen, und die mal fragen, wie sie mit der Behandlung zufrieden war. Da stellen Sie Folgendes fest, denen hat die Diagnostik in der Rettungsstelle nicht gefehlt. Die fanden das toll, dass sie schnellstmöglich einen Arzt gesehen haben, dass der mit ihnen die notwendigen Sachen besprochen hat und dass sie nach relativ kurzer Wartezeit und nicht nach mehreren Stunden das Haus auch wieder verlassen konnten und ihr Problem war gelöst mit einem Rezept in der Tasche gegebenenfalls oder wenn nötig sogar mit einer AU. Das heißt, prospektive Werte, diejenigen, die dieses System erfahren haben, die bewerten das durchweg positiv und die vermissen die Rettungsstellen mit ihrer Fehldiagnostik an der Stelle nicht. Ich glaube, das Bild müssen wir auch langsam mal verändern. Wir haben viele Studien, die noch vor vielen Jahren gemacht wurden oder noch eine andere Zeit widerspiegeln. Die neuen Kooperationen an den Standorten, wo sie so sind, und das haben wir in Deutschland jetzt überall, zeigen, dass dieses Modell des kooperativen Miteinanders, des Umsteuern in die richtige Versorgung, des Unterstützen der Patienten richtig, schon der richtige Weg ist. Und der letzte Satz, ich glaube, wenn wir das mit der Patientensteuerung erstmal eine Weile so machen, die F6, F7 hat auch ein paar Jahre gebraucht, eben ehe sie bekannt war, dann erleben wir darüber auch eine Steigerung der Gesundheitskompetenz. Wenn ich das hinreichend oft nämlich erlebt habe und die richtige Empfehlung bekommen habe, dann verinnerliche ich die irgendwann
und gehe dann von vornherein am nächsten Tag in die Arztpraxis oder dahin, wo es besser ist. Sie haben den kooperativen Gedanken gerade schon genannt. Eigentlich ist das ja unsere Session 3, aber trotzdem, das geht ja alles ineinander über. Ich glaube, in Sachen der Kooperation sind Sie ja gar nicht so weit auseinander. Ich würde mal gerne die Frage stellen, wie Sie eigentlich eine perfekte Ausgestaltung eines INZ sehen. Also was braucht das? Und vor allem, wie können wir auch für diese Versorgung, für die beste Versorgung überall, wie können wir die eigentlich sicherstellen? Überfordert das nicht auch das System? Na, das ist ja jetzt der politische Job, dafür Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das System das auch leisten kann. Ich sehe auch Herrn Dr. Gass hier von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und grundsätzlich muss es darum gehen, dass die Patientinnen, die zum INZ gehen, dort so eingeschätzt werden, dass sie genau dahin dann geleitet werden, wo sie hingehören, damit wir eben nicht durch beispielsweise eine zu frühe Hospitalisierung, einmal nur kurz gesagt, das wissen Sie ja wahrscheinlich alle, wenn ich jetzt hier irgendwie umfalle, Sie holen die Rettung, na gut, jetzt sind hier viele Ärztinnen, aber irgendwo, die Rettung wird gerufen. Was passiert dann? Ja, das Krankenhaus hat einen Fehlanreiz, mich aufzunehmen, weil sonst ja bestimmte Leistungen überhaupt nicht ausgelöst werden können, ne? Auch für den Rettungsdienst. Das sind zum Beispiel Fehlsteuerung oder ich werde, weil ich psychisch krank bin, fehleingeschätzt und werde einfach weggeschickt, so nach dem Motto, ist ja nichts. Wäre aber was gewesen, nämlich eine psychiatrische Krise, ist auch eine Fehlsteuerung. Also sowas wollen wir ja künftig vermeiden und dafür ist es notwendig, dass wir schon am gemeinsamen Tresen eine sinnvolle Ersteinschätzung haben, die aus meiner Sicht nicht als erstes ärztlich sein müsste, sondern das könnten gut ausgebildete zum Beispiel auch Pflegekräfte sein, die das dann digital gestützt unternehmen und dann wird man in die entsprechenden Hilfesysteme geleitet und dabei müsste aber auch möglich sein, es hat mir vorhin bei Ihrer Aufzählung gefehlt, es kann auch sein, dass es heißt, Sie brauchen gar nichts. Sie brauchen noch nicht mal in die niedergelassene Praxis morgen zu gehen, Sie können einfach wieder nach Hause gehen. Auch das ist möglich. Aber ich möchte einen Gedanken zusätzlich noch mit Ihnen teilen, weil da haben wir, glaube ich, einen kleinen Dissens. Also ich glaube, dass die Leitstellen, wenn wir die integriert und gut in der Triage über digitale Tools ausstatten, dann sorgt das dafür, dass weniger Menschen überhaupt in die integrierten Notfallzentren kommen müssen. Und das halte ich für ganz entscheidend, weil ich möchte, dass die Ressourcen, die dann in guten integrierten Notfallzentren vorhanden sind, auch wirklich so genutzt werden, dass da schon die am möglichst vorher rausgefiltert sind, die da gar nicht hin müssen. Nicht im Sinne von, sie sind falsch, sie dürfen hier nicht sein, sondern im Sinne von, es ist nicht notwendig, dass sie hier sind. Dennoch werden ja, also den will ich noch einmal reingeben, Patienten, weil mit Blick auf die Uhr, wir haben auch schon unsere 15 Minuten schon wieder voll ausgeschöpft. Was mich trotzdem interessieren würde, also Patientinnen und Patienten werden ja trotzdem kommen in die INZ. Und das dürfen die das auch. Das sollen die ich glaube auch, nur, genau. Dass man das reduzieren kann, die Menschen, die Menge der Menschen, die kommen. Absolut, ja, die sollen ja auch dahin kommen. Es geht ja jetzt nicht darum, also die INZ sind ja da, damit Patientinnen und Patienten kommen. Aber dennoch würde ich gerne noch mal wissen, wie leicht sich das Ganze eigentlich umsetzen lässt, also die Ausgestaltung, wenn wir darüber nachdenken, dass Ärztinnen und Ärzte, die ja auch mitunter in Bereitschaftspraxen eingesetzt werden sollen, dass die dann mitunter in der flächendeckenden Versorgung fehlen? Also das ist genau der entscheidende Punkt. Ich glaube, ich gebe Ihnen ja an vielen Stellen recht, auch was die F6, F7 angeht. Wir haben auch so eine vernetzte Lösung mit der 112, das funktioniert wirklich super. Aber der erste Gedanke, der jemand kommen sollte, wenn er akute Beschwerden hatte, ist vielleicht doch der, geh doch einfach in die Arztpraxis bei dir um die Ecke. Dafür sind die ja da. Da haben wir gar keinen Dissens. Genau, und das wäre mal die allererste Überlegung. Und das muss in der Diskussion zumindest mal immer mal gesagt werden, damit nicht so ein Eindruck entsteht, es gibt nur die F6, F7 und die INZs. Nee, es gibt auch noch die Vertragsarztpraxen. So, wenn es denn aber nicht klar ist, wo ich hin muss, dann ruft die F6, F7 an, genau. Das ist die beste Empfehlung, dann findet man das richtige Angebot. Und wenn man jetzt einem nichts anderes einfällt und man glaubt, das ist ganz schlimm, dann rennt man halt in die Notaufnahme, die sind ja auch überall ausgeschildert, ne? Den Weg findet man immer. Und da kommt es hoffentlich auf einen zentralen Tresen mit einem entsprechend qualifizierten Personal und das sagt dann da lang oder da lang.
gerne auch wieder nach Hause. Da sind wir uns eins. Weil entscheidend ist nur, dass das auch tagsüber passiert an diesen INZs. Und nicht, dass wir, jetzt sind wir beim Ressourcenmangel. Ich meine, wir halten flächendeckend in Deutschland für, ich weiß nicht, 1 Million Fälle oder was auch immer wir da haben. Die Kollegen vom ZI wissen das besser. Die Strukturen vor, die sind ja da. Und wir können die auch nicht jetzt die Arztpraxen zumachen, damit wir an den IZs Ärzte zusätzlich haben. Das ist ja überhaupt keine Lösung. Und warum sollen wir die Leute dahin schicken, wenn sie um die Ecke schon die Versorgung haben? Das heißt, wir müssen gucken, dass am zentralen Thesen auch in die umliegenden Arztpraxen geschickt wird und nicht, dass wir da zusätzliche Strukturen aufbauen und vorhalten zu der Zeit, wo die Versorgung ja da ist. Und das ist mein Plädoyer. Ansonsten stimme ich ja vielen Sachen zu. Aber an der Stelle bin ich der Meinung, da, Herr Ruppert hat ja das vorhin auch gesagt, diese Steuerung zurück in die Vertragsarztpraxen, wenn sie denn da sind, in der Nähe sind, das muss der Weg sein. Ja. Also und um das noch das zu beantworten, System, wie einfach ist das? Ja. Das ist eben überhaupt nicht trivial. Ja? Wir sind seit Jahrzehnten im Grunde, also seit ich politisch irgendwie Verantwortung trage, kenne ich dieses Thema auch politisch. Und da geht es natürlich ums Detail. Es geht auch um so Fragen, was können wir bundesgesetzlich regeln? Die Rettungsdienste sind Landesgesetzgebung. Das ist nicht einfach, aber wenn man mal das Gutachten des Sachverständigenrates zugrunde legt, dann sind, also sozusagen, es ist zwar nicht einfach, aber durchaus machbar. Und das sage ich jetzt nicht so politikersprechmäßig, sondern ich glaube fest daran, dass es erstens gelingen kann, wenn alle Seiten da zur Kooperation sozusagen bereit und fähig sind, aber auch, dass es gelingen muss. Weil wir haben jetzt eine Systematik, die in der Akut- und Notfallversorgung eben weder was die Qualität noch den finanziellen Ressourcen anbelangt, so gut ist, wie wir sein könnten. Von daher sind wir da zum Erfolg verdammt und zwar vor allem im Sinne der Patientinnen und Patienten. Aber da gehen Sie ja bestimmt ganz entspannt zurück in den Politikbetrieb, weil Sie hier exzellente Beispiele eingesammelt haben und auch noch einsammeln werden. Ganz herzlichen Dank für diesen kurzen Talk und für den Blick auf die Themen, Frau Dr. Kappert-Gonter und Herr Freiberg. So, und das holt auch schon das Thema Digitalisierung auf die Bühne. Anna, wir freuen uns auf die nächste Session mit dir. Dankeschön, liebe Alexandra von Ling. Dankeschön für diesen Talk, der irgendwie natürlich aufreibend ist, denn es geht um unser aller Gesundheit. Und deswegen könnten wir natürlich in alle einzelnen Themen noch viel tiefer gehen, aber wir wollen Ihnen natürlich heute einen großen Überblick geben und gehen jetzt auf das große Thema digital. Wir haben da jetzt schon so ein bisschen reingeschnuppert und Sie haben gemerkt, das bedingt das ein oder andere natürlich. Was kann Digitalisierung? Es hat unser gesellschaftliches Leben enorm verändert, vor allem die Pandemie. War ein großer Treiber und Digitalisierung, das wissen wir alle, bietet so unendlich große Chancen für Gesundheitsversorgung. Schnellere Kommunikation, effizientere Verwaltungsabläufe, Bereitstellung von Patientendaten und zwar vor allem dann und dort, wo sie auch gebraucht werden, auch das ist ein großes Thema. Die Auswertung von medizinischen Daten, die kann die Erkennung von Krankheiten verbessern, individuelle Therapien ermöglichen, Sterberaten sinken lassen. All das kann Digitalisierung und noch viel mehr, eine bessere Informationsbreite, die Möglichkeiten sind vielfältig. Kurzum, Digitalisierung in der ambulanten Versorgung kann, und das ist auch ganz wichtig, wenn wir über das Thema Ärztinnenmangel sprechen, eben auch Ärzte und Ärztinnen entlasten und damit natürlich auch für eine bessere Versorgung stehen. Deutschland hat da sicher, auch da werden wir später ins Gespräch kommen, an einigen Ecken und Enden sicher Aufholbedarf. Aber unsere drei Projekte der Kategorie Versorgung digital, denen ist es gelungen, den Weg zur digitalen Transformation schon richtig, richtig toll zu besteigen und das auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und ich freue mich jetzt auf unsere drei Leuchtturmprojekte der Versorgung digital. Wir gehen rein in Projekt Nummer 1. Wir reisen zur KV Nordrhein, die eine fantastische Ergänzung zur kinderärztlichen Versorgung geschaffen haben. Jeder, der Kinder hat,
ist, wie das ist, zur Kinderärztin, zum Kinderarzt zu müssen, überfüllte Praxen, wo sich die Kleinsten am besten noch den Rest holen. Und in Zeiten, wie wir sie kürzlich erst mit dem RSV, anderen Viren erlebt haben, wo es besonders vor und eben auch über Weihnachten eine enorme Belastung gegeben hat, da waren die 116, die 117 wirklich chronisch landesweit überlastet. Und die KV Nordrhein hatte in dieser Zeit des eben besonderen Bedarfs Lösung und schaffte es mithilfe der Videosprechstunde, in der Erstberatung für Entlastung zu sorgen. Und wir freuen uns sehr, dass Dr. Frank Bergmann, der KV Nordrhein, bei uns ist. Und man muss sagen, toll, dass Sie schon Position bezogen haben. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass viele KV nämlich die Erfahrung machen, dass so Bereitschaftsdienst nicht immer in physischer Form erforderlich sein muss. Und dass es deswegen so toll ist, dass Sie hier Leuchtturmprojekt sind und zeigen können, anhand auch von richtig anschaulichen Zahlen, was man da bewirken kann, wie es gehen kann. Ein Beispiel aus der KV Nordrhein. Für Sie auch 4 Minuten. Los geht's. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich stelle das telemedizinische Erstberatungsprojekt vor. Hintergrund war die Tatsache, dass wir im Dezember eine 5-mal so starke Welle an Atemwegserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen vor allem gesehen haben, als beispielsweise im Jahr 2018. Es kamen sozusagen Überlastungsanzeigen aus unseren pädiatrischen Portalpraxen. Und das haben wir zum Anlass genommen, zu überlegen, wie können wir gerade im Hinblick auf die bevorstehenden Feiertage hier für Entlastung sorgen. Wir haben sehr schnell einige Honorarärzte gefunden und Zeitarbeitskräfte und 8 Callcenter-Agents an unseren Standorten in Düsseldorf und Köln verpflichten können. Kostentragung erfolgte sehr unbürokratisch durch unser Gesundheitsministerium. Und damit ist es gelungen, Erstberatungen als Videosprechstunde mit insgesamt 2400 Erstberatungen, vor allem während der Feiertage in einem Zeitraum bis Ende Januar durchzuführen. Die Inanspruchnahme war im Tagesverlauf sehr heterogen, meist morgens um die Mittagszeit und am frühen Abend. Und die Erreichbarkeit der Telefonnummern lag in der Regel bei über 80%. 2/3 der Patientinnen und Patienten kamen aus Nordrhein, 1/3 aus Westfalen-Lippe und nur ein ganz kleiner Teil von außerhalb unseres Bundeslandes. Und was interessant ist, in rund 2/3 der Fälle konnte im Rahmen der telemedizinischen Sprechstunde empfohlen werden, das Kind oder den Jugendlichen symptomatisch zu behandeln. Und eine weitere Vorstellung in einer Notdienstpraxis war nicht erforderlich. In 19% wurde empfohlen, im Anschluss die nächstgelegene Notdienstpraxis, in der Regel eine Portalpraxis, an einer Kinderklinik aufzusuchen. Und nur in 16% der Fälle konnte empfohlen werden, am nächsten Werktag den Kinderarzt aufzusuchen. Was nehmen wir mit aus diesem Projekt? Erstens, wir können sehr kurzfristig, wir haben 3 Wochen benötigt, auf endemische Lagen als KV-System reagieren. Das Angebot war über eine Reihe von Kanälen, Facebook, Elterngruppen, Aushang im Wartezimmer, in den Apotheken bekannt zu machen. Es haben sich trotz sehr kurzer Vorlaufzeit viele Kinderärzte spontan bereit erklärt, mitzuwirken. Und wir haben die Technik in den KV-Räumen zur Verfügung gestellt, was sehr begrüßt wurde. Die Videosprechstunde hat insofern gerade an den Weihnachtsfeiertagen, aber auch Silvester, Neujahr zu einer nachhaltigen Entlastung unserer pädiatrischen Portalpraxen geführt. Wir hatten eine sehr positive Wahrnehmung, nicht nur bei den betroffenen Eltern, sondern auch in der Presse und in den Medien. Und für uns ist das ein Pilot, der uns sehr ermutigt, das auszurollen und das demnächst nicht nur in der Pädiatrie und nicht nur an den Feiertagen durchzuführen. Dafür braucht es natürlich einige Rahmenbedingungen, die reformiert werden müssen. Die Obergrenze zur Abrechenbarkeit telemedizinischer Leistungen von 30% ist sicherlich an der Stelle eher innovationshemmend und spiegelt auch nicht die Bedürfnisse junger Mediziner und Medizinerinnen wider. Wir müssen die digitale Infrastruktur optimal nutzen. Das bedeutet auch, dass wir natürlich solche Angebote nicht zwingend an die Praxis binden dürfen, sondern es gibt viele, die das gerne von zu Hause aus im Homeoffice machen würden. Warum sollen wir das nicht fördern?
Und im Rahmen der Teleradiologie beispielsweise ist das im stationären Bereich längst möglich. Das sollten wir im ambulanten Bereich ganz genauso machen können. Und insofern ist an dieser Stelle sicherlich auch eine progressive Reform der Zulassungsverordnung des Bundesmantelvertrages sowie des Berufsrechts notwendig. Ich danke Ihnen. Das war auf den Punkt. Ganz, ganz herzlichen Dank, Dr. Frank Bergmann, der KV Nordrhein. Ein ganz, ganz tolles Projekt, das wirklich zeigt, dass KV ein Umdenken und wie es eben auch funktionieren kann und was ich spannend finde, wirklich sehr, sehr kurzfristig. Also ein zukunftsträchtiges Projekt und das ist auch unser zweites aus der Kategorie digital. Wir schauen jetzt auf das tolle Projekt der KV Westfalen-Lippe. Ein Mann der Tat, der schon vor seiner Ankündigung bei uns am Mikrofon steht. Schön, dass Sie da sind, aber ich leite trotzdem noch ganz kurz ein. Sie können sich schon mal bühnentechnisch ein bisschen einfühlen. Die Herren der Schöpfung, die wollen hier wirklich ihre Projekte an die Frau, an den Mann bringen. Das finde ich gut. Ja, die Einnahme von Medikamenten, damit fangen wir mal an. Wichtiger Bestandteil, ganz klar, der Genesung. Aber eben ein Risiko für einzelne Fachärzte, ganz klar, wenn man eben nicht genau weiß, welche Medikamente hat meine Patientin, mein Patient verschrieben bekommen. Und mit diesem Projekt, das finde ich richtig spannend, kann jetzt tatsächlich, Sie werden das gleich noch genauer erklären, der Hausarzt, die Hausärztin endlich sehen, welches Medikament sich seine Patientin, sein Patient zuletzt aus der Apotheke abgeholt hat. Wirklich richtig toll innovativ und es hat gezeigt, es kann sogar Sterblichkeit verringern. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns dieses wichtige, innovative Projekt heute hier zeigen. Und Sie kriegen jetzt nochmal den richtig offiziellen herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Applaus. Herr Dr. Matthias Flume, Geschäftsbereichsleiter des Mitgliederservice der KV Westfalen-Lippe. 4 Minuten, let's go! Recht herzlichen Dank. Die Westfalen sind immer auf dem Punkt und versuchen dann auch schnell da zu sein. Deswegen wollte ich Sie nicht so lange alleine lassen. Zu einer ausgezeichneten ambulanten Versorgung gehört eben auch eine ausgezeichnete, optimierte Arzneimitteltherapie. Gerade im Bereich der Multimedikation wird es immer komplexer und es ist eben einer der Hauptbereiche, in denen noch zusätzlicher Benefit für den Patienten gebracht werden kann. Wir haben es dort geschafft, über 4 Jahre in einem großen Innovationsfondsprojekt mit fast 1000 Ärzten, über 12.000 Patienten mit einer Multimedikation intensiv im Rahmen unseres ADAM-Projektes zu betreuen, um die Arzneimitteltherapie dieser Patienten zu verbessern und gleichzeitig auch in dem Projekt auszuprobieren, wie kann man das wirklich in der Fläche in die Versorgung bringen. Multimedikationstherapie geht nicht ohne digitale Lösungen. Wir haben es geschafft, erstmalig den Ärzten mit unseren Kooperationspartnern, mit der BARMER, mit RP-Doc, eine Anwendung in der Praxis zur Verfügung zu stellen, mit der der Arzt die Möglichkeit hatte, die komplette Medikation des Patienten, Verordnungen im Rahmen der GKV, was ist tatsächlich abgegeben worden, plus weitere Versorgungen, Heilmitteldaten etc. des Patienten auf einen Blick zu sehen und diese dann auch standardisiert analysieren zu können. Mithilfe der weiteren Labordaten des Patienten können Dosierungen überprüft, angepasst werden, etc. Und somit konnte wirklich erstmalig in der Fläche, in der täglichen Praxis digital unterstützt der Arzt durch diese neue Sichtweise auf die Medikation, sowohl von ihm, was er in seiner Praxis gemacht hat, aber auch, er sah erstmalig transparent, was haben denn die oft fachärztlichen Kollegen beispielsweise an Medikation tatsächlich verordnet und was hat der Patient genommen. Damit hatten wir die Möglichkeit, unseren Ärzten unterstützt durch Fortbildung etc. wirklich eine neue Intervention bei den Patienten zu machen. Was ist nun dabei herausgekommen bei dieser Intervention? Trotzdem unsere Projektphase, die Studienphase, mitten in die Corona-Zeit gefallen ist, was natürlich zu vielen Verwerfungen geführt hat, konnten wir in der retrospektiven Analyse eine Mortalitätsverbesserung zeigen, trotz des Corona-Bias, also ein deutlicher Hinweis, dass so eine Intervention etwas bringt. Und auch die Gelegenheit möchte ich hier nutzen, die Erfahrung, wir haben schon vorher Pilotprojekte gemacht, wenn man über Multimedikation redet, ist es oft so, ein Patient kriegt 6 Arzneimittel, das ist schon eigentlich mindestens 1 zu viel, dann kann man auf jeden Fall 1 weglassen, dann wird das alles einfacher, weniger Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und billiger wird es für die Krankenkassen auch. Das ist nicht das, was bei einem guten Multimedikationsmanagement passiert. Sie haben Fälle, da ist das so, da können Sie was reduzieren.
Wir sehen aber auch, dass sich Ärzte einen Patienten anschauen und da muss mehr verordnet werden, weil es eben noch weitere Krankheiten, weitere Therapiebedarfe gibt. Also uns ist es wichtig, dass es ein ergebnisoffenes Herangehen im Sinne des Patienten ist und nicht ein reines Reduzieren von Arzneimitteln in jedem Fall das Ziel oder Erfolgskriterium ist. Wie geht es jetzt weiter? Was auch in der Evaluation durch den GBA herausgekommen ist. Es ging im Rahmen eines Pilotprojektes, da machen Ärzte dann, dass sie eine Standalone-Lösung in der Praxis nehmen. Wir möchten den nächsten Schritt gehen, die Möglichkeit, das wirklich voll digital in die PVS zu integrieren. Das ist aus unserer Sicht der notwendige nächste Schritt, dass Ärzte dieses wichtige Projekt und diese wichtige Intervention auch Patienten wirklich standardisiert, strukturiert im Praxisalltag zur Verfügung stellen können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ersten Einblick in das Projekt geben. Danke fürs Zuhören und hoffe auf Ihre Stimme trotz des ungegenderten, etwas älteren Projektnamens. Vielen Dank. Dr. Matthias Blume, ganz, ganz herzlichen Dank. Und auch on point, herzlichen Dank an Sie. Ich drücke Ihnen die Daumen, ein ganz, ganz großartiges Projekt, womit wir vielleicht nachher auch noch mal in unserem Talk dann gerne noch mal ins Gespräch kommen. Wir schauen auf Projekt Nummer 3 in der Kategorie Versorgung digital. Und dafür reisen wir zu KV nach Hessen, denn da wird viel geschaffen, wie wir sehen. Wir haben in Deutschland einen Mangel an Ärztinnen, das ist natürlich etwas, was wir alle wissen. Die Gründe dafür sind sicher vielfältig und einer könnte sicher der schwierige Zugang an Informationen für junge Medizinstudentinnen und Medizinstudenten sein. Wie finde ich das richtige Praktika? Welche bürokratischen Hürden muss ich denn nehmen? Was braucht man in der Praxis? Was ist im Krankenhaus anders? All die Fragen, die sich eben junge Menschen, die vor dem Beruf stehen, stellen. All das beantwortet das Projekt aus Hessen und es tut noch viel mehr, was genau, und ich freue mich sehr, dass er bei uns ist, berichtet uns jetzt Frank Dastig, Vorstandsvorsitzender der KV Hessen, mit dem wichtigen und zukunftsträchtigen Projekt. Das ist Ihr Applaus, hier sind Ihre 4 Minuten. Ja, vielen Dank. Das Motto heißt, digitale Projekte, digitale Versorgung gewinnt ärztlichen Nachwuchs. Was Sie hier sehen, ist ein junger, dynamischer, angehender Facharzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Urologie, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder auch Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, der sich überlegt, ich lasse mich nieder. Medizinisch, glaube ich, brauchen wir uns in Deutschland nicht verstecken, was die Qualität unserer Weiterbildung und Ausbildung angeht, aber ja, so ein bisschen verstecken müssen wir uns schon, was die Bürokratie, die Hürden angeht, auf dem Weg in die eigene Praxis. Und es werden immer wieder 1000 Fragen gestellt. Oh Gott, Personal und Arbeitsrecht und Controlling und Finanzierung und so weiter. Ja, das kommt zum Grübeln. Und jetzt kommt der Werbeblock für die Gebrüder Grimm. Wissen Sie selber, Urhessen aus Hanau. Und wenn er nicht gestorben ist, dann grübelt er noch heute. Aber wir brauchen diesen jungen, dynamischen Kollegen unbedingt in der ambulanten Versorgung. Wir haben bei allen Projekten schon gehört, wie wichtig ambulante Versorgung ist. Und jetzt kommt die Lösung. Die Lösung kommt im Sinne der guten Fee. Das sind auch weitere Punkte. Chef, Chefin, Unternehmer und so weiter. Die Lösung kommt. Na, komm. Kommt nicht. Doch, da kommt sie. Die Lösung kommt durch die gute Fee der KV Hessen. Und sie bringt keinen Kürbis mit, sie bringt den Online-Campus der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. Und das ist ein komprimiertes Angebot, ein digitales Angebot an unsere zukünftigen jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich exakt jenseits der medizinischen Inhalte der Weiterbildung mit diesen Themen beschäftigt. Sie finden zum Arbeitsrecht, zum Management einer Praxis, zur Unternehmensgründung, zum allzeit immer wieder beliebten Zulassungsrecht. Sie finden hier alle wesentlichen Hinweise. Und was ganz wichtig ist in Hessen, wir tauschen uns aus. Wir tauschen uns aus von Seiten der KV mit unseren zukünftigen Kolleginnen und Kollegen. Aber was noch wertvoller ist, die jungen Kolleginnen und Kollegen tauschen sich aus mit ihren eigenen Erfahrungen auf dem Weg in die Niederlassung. Das ist für uns ein Leuchtturmprojekt und die Akzeptanz bei unseren jungen Kolleginnen und Kollegen ist so gut. Letzter Stand der Dinge, was ich gehört habe, wir haben bereits über 400 aktive Nutzerinnen und Nutzer. Unsere Nutzer sind aktiver als dieser Klicker. Ja.
Na gut, da ist es. Ja. Das Ganze ist auf einer Digitalplattform. Sie registrieren sich dort und finden genau dieses Angebot. Praxisalltag, ambulantes Gesundheitswesen, Studium. Was kann ich im Studium schon tun, um mich auf eine spätere Tätigkeit in der Praxis vorzubereiten? Das ist ganz, ganz wichtig für die Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner. Die gewinnen wir bereits dort. In der Weiterbildung natürlich gibt es Inhalte, die für die ambulante Weiterbildung oder für die Weiterbildung, um später in der ambulanten Versorgung tätig zu sein, besonders wichtig sind. Ein bisschen medizinisches Fachwissen gehört auch dazu. Und natürlich das Angebot der KV Hessen, was die persönliche Weiterentwicklung angeht und Förderung. Dazu gehört auch die Niederlassungsförderung und unsere weiteren Beratungsangebote, die wir sowohl auf den Prozess in die Niederlassung als auch dann für junge Kolleginnen und Kollegen, wenn sie sich gerade niedergelassen haben, anbieten. Ich glaube, ich bin der Erste, der jetzt die 4 Minuten sogar deutlich gerissen hat. Vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Online-Campus zu einem erfolgreichen und prämierten Leuchtturmprojekt machen. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dastich, unsere gute Fee heute aus Hessen. Und das noch vor dem Point. Da ist er. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, jetzt, liebes Publikum, hier in Berlin, haben Sie wieder einmal die Wahl. Welches dieser 3 Projekte bekommt in diesem Jahr den Titel Ausgezeichnete Gesundheit? Wir schauen auf 3 fabelhafte Projekte der Kategorie Versorgung digital. Eines, bei dem die Kleinsten durch Videosprechstunde in Zeiten akuter Versorgungsengpässe gut aufgehoben waren. Ein anderes mit grandioser Software, die sogar Mortalität verringern konnte. Und wir haben eines mit umfassenden Informationsangebot für alle, die im medizinischen Bereich arbeiten und arbeiten werden. Sie können sich wieder über den QR-Code im Programmheft oder hier natürlich auf den Screens direkt zur Umfrage beamen. Und während unseres nächsten Talkes können Sie noch ein bisschen das Ganze reifen lassen. Wer also noch unentschlossen ist, der hat natürlich auch noch ein paar Minuten Zeit für sein Votum. Wir haben jetzt gehört, meine Damen und Herren, hier in Berlin, was kann Digitalisierung schon? Was gibt es für Möglichkeiten in der ambulanten Versorgung mit Digitalisierung? Aber natürlich stehen wir in Deutschland beim Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen auch vor Herausforderungen, das ist ganz klar. Und diese wollen wir jetzt gemeinsam mit den KVen und der Politik beleuchten, gemeinsam ins Gespräch kommen. Ich freue mich jetzt auf einen Austausch mit unseren Gästen und darf ganz herzlich hier vorne an unserem Tresen begrüßen. Dr. Sibylle Steiner, Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Ihr Applaus, schön, dass Sie bei uns sind. Und herzlich willkommen Matthias Mifes, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Herzlich willkommen an Sie. Schön, dass Sie bei uns sind. Ihr Applaus. Hi, hi. So. Das ist so schön, dass man sich wieder die Hand geben darf, muss man ja auch mal sagen. So, schön, dass Sie bei uns sind. Also wir haben Ihnen natürlich auch Thesen mitgebracht. Mit denen wollen wir wieder reingehen. Sie haben das vorhin gesehen, wir haben 2 Minuten Thesenbeantwortungszeit, aber wir haben danach auch noch mal wirklich Luft, genauer auf die Thesen zu gucken und noch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Wir starten mit der These für Sie, Frau Dr. Steiner, und die lese ich jetzt einmal vor. Die niedergelassenen ÄrztInnen wünschen sich mehr statt weniger Digitalisierung. Aber sie muss der medizinischen Versorgung und der zeitlichen Entlastung der Versorgenden dienen. Ja, genau so ist es. Was uns gelingen muss bei der Digitalisierung, wir müssen die Brücke schlagen von der Technologie und von der Technologie, die bislang noch nicht so gut funktioniert hat, dass sie tatsächlich in den Praxen für einen Mehrwert gesorgt hat. Und wir müssen hinkommen zur Medizin. Und ich glaube, das haben die 3 Beispiele eindrucksvoll jetzt auch gezeigt. Es gilt letztendlich dabei, es geht darum, die Praxen in der Patientenversorgung zu unterstützen. Das heißt, man muss die Zusammenarbeit durch Digitalisierung im Team unterstützen. Es geht darum, die Patienten über die Praxis hinaus zu begleiten. Oder es geht, wie wir es in Nordrhein gesehen haben, es geht darum, in niederschwelliges
Angebot zu geben, um letztendlich andere Versorgungsstrukturen wie den ärztlichen Notdienst zu entlasten. Es geht darum, was wir in Hessen gesehen haben, junge Kolleginnen und Kollegen tatsächlich für die, an die Niederlassung und heranzuführen, die Selbstständigkeit für sie attraktiv zu machen. Und wir haben es an Westfalen-Lippe gesehen. Es geht auch darum, natürlich durch Digitalisierung eine sichere Arzneimittelverordnung zu ermöglichen. Und als Fazit für mich aus allen drei Projekten ist, was sie zeigen, ist, alle drei Projekte haben letztendlich ein Versorgungsdefizit, einen Versorgungsbedarf identifiziert. Alle drei Projekte haben gemeinsam mit den Nutzerinnen und Nutzern Lösungen entwickelt. Dann wurden die Projekte getestet und das ist das, was wir, glaube ich, da müssen wir in der Digitalisierung hinkommen, dass wir die Dinge ausreichend testen. Und dann kann man evaluieren, optimieren und dann kommt der Rollout. Und ich glaube, wir konnten gut zeigen, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis an der Digitalisierung interessiert sind, aber sie sind nicht interessiert an dysfunktionalen Systemen und da haben wir leider zu viel gehabt in letzter Zeit. Das nehmen wir so erstmal mit. Vielen Dank, Frau Dr. Steiner, an dieser Stelle. Auf den Roll-up kommen wir später auch noch mal zu sprechen. Erstmal die These für Sie, Herr Mewes. Ich lese sie vor und auch für Sie dann gleich 2 Minuten. Deutschland muss seinen Rückstand bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen aufholen. Dazu brauchen wir mehr Optionen und weniger Gängelung. It's your part. Vielen Dank. Digitalisierung und die Nutzung von Daten können Leben retten. Das haben wir eben schon an guten Beispielen gehört. Und damit es aber der Fall ist, müssen digitale Tools und die Datennutzung zum Alltag, zum Arbeitsalltag in den Praxen passen. Und ich denke, wir müssen 2 Dinge angehen, die wir uns auch vorgenommen haben. Das eine ist, wir brauchen einen Neustart bei der digitalen Patientenakte. Denn die EPA, die wir im Moment haben, ist ein Rohrkrepierer aufgrund verschiedener Punkte. Und wir müssen schauen, dass die EPA Mehrwerte bringt, nicht nur für die Patientinnen und Patienten, sondern dass sie auch für die Ärztin in den Praxen gut nutzbar ist und dass vor allem Daten in diese EPA reinkommen, ohne dass manueller Aufwand in den Praxen notwendig ist. Und da brauchen wir eine automatische, standardisierte Befüllung, damit so eine EPA am Ende auch Spaß macht. Und das Zweite, was wir brauchen, Frau Steiner hat es angerissen, wir brauchen auch einen Paradigmenwechsel dabei, wie wir neue digitale Anwendungen aufbauen, wie wir sie entwickeln und ausrollen. Und was wir vorhaben, ist, dass wir die Gematik weiterentwickeln zur digitalen Gesundheitsagentur und ein neuer gesetzlich verankerter Auftrag für diese Agentur wird sein, dass wenn neue Dinge entwickelt werden, es ein Zulassungskriterium sein wird, wie die Nutzerorientierung ist, wie die Nutzendenfreundlichkeit ist, denn neue Anwendungen müssen mit den Ärztinnen und mit den Fachkräften in den Praxen gemeinsam entwickelt, getestet und zugelassen werden, damit sie am Ende auch funktionieren. Ich bin überzeugt, wir können das hinkriegen, wir müssen mutig dran gehen und vor allem, wir brauchen ein gemeinsames Agieren mit dem Willen, Dinge gemeinsam besser zu machen. Und Sie haben beide jetzt auch schon ganz toll zusammengefasst, was wir brauchen und was auch Wege sein könnten. Was ich jetzt spannend finde, weil letzte Woche veröffentlichte Ihr Minister, ja auch SPD, Karl Lauterbach, das Papier zur Digitalisierungsstrategie. 44 Seiten, das ist für uns heute zu lang, das ist klar. Was sind denn Ihre ganz persönlichen Strategien, um mal konkret zu werden, weil wir haben ja von der Gängelung in der These gesprochen. Ist das nicht vielleicht alles viel zu viel vorgegeben? Braucht es nicht ein bisschen ja, mehr Optionen einfach für die Entwickler? Was ist Ihre ganz persönliche Strategie? Meine persönliche Strategie, um das deutlich zu sagen, ohne Vorgaben wird es nicht gehen. Wir brauchen Optionen, wir brauchen Unterstützung, aber ohne klare Rahmenbedingungen geht in Deutschland nichts voran. Und ganz im Ernst, wir haben doch die letzten 20 Jahre gesehen, dass es so, wie es bisher gelaufen ist, eben nicht funktioniert. Wir haben in Deutschland ein System mit ganz vielen Playern im Gesundheitswesen, die es nicht geschafft haben,
gewisse gemeinsame Rahmenbedingungen und digitale Anwendungen auf den Weg zu bringen. Und deshalb brauchen wir hier eine Veränderung. Und gerade wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir Daten verfügbar machen in allen Praxen und Kliniken, dann brauchen wir Standards. Wir brauchen Standards für Daten. Diese Daten müssen auch nutzbar sein, auch nicht nur in einem PVS, sondern wir müssen diese Insellösung, die es im Moment gibt, verbinden. Das geht nur mit gemeinsamen Rahmenbedingungen zu Standards, mit Schnittstellen, die die Systeme verbinden und am Ende auch Daten zusammenbringen. Denn nur so sind sie auch für eine gute Versorgung nutzbar. Und da brauchen wir am Ende auch eine Rahmensetzung. Ohne das wird es nicht gehen. Mhm. Frau Dr. Steiner, wie sehen Sie das? Was erwarten Sie denn von der Politik? Also Politik sagt jetzt, es muss da Vorgaben geben. Welche Vorgaben würden Sie sich denn aber wünschen, damit es funktionieren kann? Also zunächst denke ich mal, dass Top-Down-Lösungen nicht funktionieren werden. Das haben wir gesehen. Ich glaube, man muss wirklich aus dem Versorgungsprozess herausdenken und nicht, was wir in der Vergangenheit ja auch gemacht haben, dass man letztendlich Dinge, die wir in Papierform hatten, wie Verordnungsformulare, dass man die digitalisiert hat und dann gedacht hat, das ist jetzt der Mehrwert der Digitalisierung. Dem ist nicht so. Was aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist, dass die Systeme interoperabel sind. Wir haben es an dem ADAM-Projekt gesehen. Wenn Sie ein Arzneimitteltherapie-Sicherheitsmodul als Standalone-Lösung haben und das nicht ins PVS integriert ist, dann wird es, dann kann man das nicht nutzen, dann ist das auch nicht praxistauglich. Und ich glaube, insofern ist es ganz wichtig, dass letztendlich diese Schnittstelle zu den Praxisverwaltungssystemen aus unserer Sicht auch hergestellt wird. Mhm. Praxisverwaltungssysteme ist ein gutes Stichwort. Software, also zumindest das, womit die Praxen am PC arbeiten, übersetzen wir es mal ganz einfach. Und das ist ja schon noch ein bisschen, ich will es mal sanft formulieren, wirr hier und da. Und das alles zusammenzuführen, das ist ja die große Herausforderung. Und da stellt sich mir die Frage, Sie haben es angesprochen, die elektronische Patientenakte, das geht ja irgendwie alles einher. Amerika hat es geschafft, innerhalb von 10 Jahren auf 100% umzustellen, digitale Patientenakte. Warum gelingt uns das nicht und wie kann es uns aber gelingen? Genau, die erste Frage, da werde ich nicht drauf angehen, weil über die Probleme und was alles schiefgelaufen ist, haben wir, glaube ich, auch genug die letzten Jahre schon gesprochen. Wie kann es gelingen? Es kann erstens schrittweise gelingen, aber mit einem klaren Kompass. Und bei der digitalen Patientenakte gehen wir jetzt so ran, dass wir sagen, erstens, die bekommt nächstes Jahr jeder, jede Versicherte, jeder Versicherte automatisch auf bequemem Weg. Und zweitens, wir legen dann einzelne Themenfelder Schritt für Schritt fest und bei diesen Themenfeldern machen wir Vorschriften, dass Daten in standardisierter Form automatisch übertragen werden können aus bestehenden Systemen. Denn so etwas geht für den ganzen Gesundheitskosmos nicht von heute auf morgen. Und das erste Themenfeld, was wir angehen, ist das Thema Medikamente. Wir werden eine digitale Medikationsübersicht einführen und werden das als erstes Themenfeld nehmen, um aus den bestehenden Daten und Systemen über gemeinsame Datenstandards und Schnittstellen die EPA mit Medikationsdaten zu befüllen und dann auch automatisiert über Software Mehrwert zu generieren, wo abgeprüft wird, was sind gegebenenfalls ungewollte Nebenwirkungen, wenn Menschen mehrere Medikamente einnehmen, davon haben wir ja ein paar wenige in Deutschland, um dann auch direkt spürbar zu machen, was ist eigentlich der Vorteil von einer digitalen Lösung. Das ist nur das erste Beispiel. Es zeigt aber den Weg, den wir gehen. Wir brauchen eine komfortable Befüllung der EPA, die nach und nach Mehrwerte bringt für die Patientin, aber im Übrigen vor allem auch für die Ärztinnen, die sich um die Menschen kümmern. Jetzt haben Sie gesagt, das ist ja auch der Plan von Karl Lauterbach, dass 80%, so ist glaube ich das Ziel, die EPA haben werden. Es bekommt also jeder und nur nicht die, die eben Widerspruch einlegen. Jetzt habe ich wieder so ein bisschen das große Wort Datenschutz, das schwebt über uns. Inwiefern könnte das denn für unseren großen Digitalisierungsplan auch zum Problem werden? Gibt es da Themen beim Datenschutz, wo Sie vielleicht das Ganze kritisch auch beäugen? Ich würde jetzt gar nicht mal so sehr auf das Thema Datenschutz abheben wollen, sondern eher auf die Frage,
wie müssen die Daten letztendlich ins System kommen und hat man auch zum Beispiel intelligente Filter, weil mit Daten alleine kann man noch keine Medizin machen. Also Sie haben jetzt die Medikationsliste genannt. Wenn Sie eine umfangreiche Liste haben, das ist nahezu wie wenn Sie einen Medikamentenschrank zu Hause nehmen, einmal so machen, alles da reinpacken und dann. Aber worum es ja geht, ist letztendlich, was sind Risikopatienten, welche Patienten haben eine Multimedikation, was ist die aktuelle Medikation? Und ich glaube, da an der Stelle muss letztendlich ein intelligenter Filter und natürlich muss man sich bei der EPA, dann wird es um die Frage gehen, der Zugriffsrechte. Ich glaube nur, es ist ja immer wieder der Punkt, dass man sagt, die EPA für alle oder wie sie jetzt heißt, das Opt-out-Modell. Die Frage ist, braucht man das überhaupt? Wenn die EPA und den Anspruch, da sind wir ja nicht auseinander, den hat man ja, wenn die EPA tatsächlich einen Mehrwert bietet für Patienten und natürlich auch für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeuten, dann wird es tatsächlich auch so sein, dass man überhaupt kein Opt-out-Modell bräuchte, weil wäre der Nutzen belegt. Und ich kann nur anbieten, dass wir letztendlich uns da auch gerne einbringen in die Entwicklung einer EPA, die tatsächlich einen Mehrwert darstellt. Und sicher, wenn Sie Datenschutz ansprechen, muss man natürlich auch ansprechen, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis letztendlich auch ein geschützter Raum ist. Und da muss man schon genau drauf gucken. Und ich denke beim Thema geschützter Raum und gerade auch beim Arzt-Patienten-Thema auch an die, für die Digitalisierung im Gesundheitswesen, glaube ich, eine Herausforderung ist. Und das sind gerade die Menschen, die medizinische Versorgung brauchen, nämlich unsere, ich sage es jetzt mal, ein bisschen ältere Bevölkerung. Wie kann man die denn gut ins Digitalisierungsboot holen? Indem man klar darüber spricht, welche Vorteile sie davon haben. Und wie die meisten, ja wahrscheinlich hier oben steht sogar, ich bin der SPD. Und wir haben ja viele Seniorinnen und Senioren in Partei, mit denen diskutiere ich auch reichlich. Und ich bin überrascht, wie relevant dieses Thema für die Menschen ist und wie oft ich darauf angesprochen werde. Und die allermeisten sagen mir nicht, hey, ich habe Angst davor, sondern die fragen, ja, cool, wann kriege ich denn das Zeug? Ja, weil ich profitiere ja davon. Und im Übrigen, das ist jetzt nicht nur die Studie Matthias Miewes aus dem Ortsverein Schönberg-Kübelberg, sondern das bestätigen auch ganz viele Studien und Umfragen in Deutschland, dass die Menschen eben nicht sagen, oh Leute, wartet mal, ich bleibe bei den Aktenordnern wie in der Tagesschau, sondern die Menschen sagen, Leute, fangt endlich damit an. Ich will, dass wir auch von den Vorteilen profitieren, die wir in Österreich sehen, die wir in Frankreich sehen. Lasst uns das bitte jetzt in Deutschland auch mal auf die Reihe kriegen. Das würde ich super gern so stehen lassen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr für dieses Gespräch. Wir könnten tatsächlich noch Stund um Stund in die Tiefe gehen. Und da gibt es noch unendlich viele Themen. Wir könnten auch noch nach Finnland gucken und sonst wohin. Denn es gibt viele, viele Ansätze. Wir fassen zusammen, dass die Politik gewillt ist, den Weg zu ebnen und dass die KV natürlich auch gerne unterstützen. Schlussendlich bleibt die Digitalisierung im Gesundheitswesen Sie haben es mal gesagt, ein dickes Brett, die EPA. Wir bleiben bei dem dicken Brett, aber wir versuchen es gemeinschaftlich an die Wand zu nageln. Ich sage herzlichen Dank an Sie beide, Dr. Sibylle Steiner und Matthias Miewes, für diesen Austausch. Danke. Ja, liebes Publikum hier in Berlin, Sie haben in der Zwischenzeit Ihre Stimme abgegeben. Der Preisträger der Kategorie Versorgung digital wird natürlich dann auch am Ende der Veranstaltung bekannt gegeben. Das heißt, wir halten noch ein bisschen die Spannung, schließen diese Kategorie für einen kleinen Augenblick und ich freue mich wieder sehr zu übergeben an meine liebe Kollegin Alexandra von Lingen mit der kooperativen Versorgung, die jetzt im Fokus steht. Anna Steinhardt, vielen Dank.
Ja, in Sachen Digitalisierung dürfen wir gerne noch ein bisschen mehr PS auf die Straße bringen. Diesen Kommentar erlaube ich mir. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, wie kriege ich jetzt so den Bogen hin zwischen Digitalisierung und Kooperation. Da habe ich mir gedacht, frage ich doch einfach mal eine KI, wie die das machen würde. ChatGPT ist Ihnen sicherlich ein Begriff, wird seit Wochen diskutiert, was wir jetzt damit machen, wie das unsere Gesellschaft verändert, wird im Bereich des Gesundheitswesens auch noch sehr interessant sein. Und ich habe ChatGPT gefragt, sag mal, was glaubst du eigentlich, warum brauchen wir Kooperationen im Gesundheitswesen? Und ich kriegte eine Antwort nach der anderen. Also ich bekam ganz, ganz viel Input, aber ChatGPT, also diese künstliche Intelligenz, hat es mit einem Satz sehr, sehr gut zusammengefasst. Und in dem Moment war ich sehr froh, dass er noch nicht live und in Farbe senden kann, dass es also uns noch geben darf hier auf der Bühne. Er hat nämlich gesagt, ich zitiere, Kooperation im Gesundheitswesen ist von entscheidender Bedeutung, weil sie dazu beitragen kann, die Qualität der Versorgung zu verbessern, Patientensicherheit zu erhöhen und die Kosten zu senken. Und dann hat er angefangen, die ganzen Vorteile aufzuzählen und die Felder, die er sieht. Ich kann nur sagen, das ist alles gut zusammengefasst und es gibt auch keine Alternative. Vor allem nicht, wenn wir auf die Zahlen schauen. Denn aktuelle Untersuchungen zeigen, dass wir im Jahr 2035 von knapp 1,8 Millionen offener Stellen im Gesundheitswesen sprechen. Ganz einfach, weil uns die qualifizierten Arbeitskräfte fehlen werden. Und das stellt natürlich die bundesweite und flächendeckende Versorgung vor eine große Herausforderung. Also Kooperationen sind die Antwort. Sie sind ein gutes und geeignetes Mittel, um natürlich zu zeigen, dass man sich gemeinschaftlich richtig gut aufstellen kann. Und das erleichtert natürlich nicht nur den Weg für die Patientinnen und Patienten, sondern auch die eigene Arbeit in der Praxis. Wir werden jetzt vier ganz beeindruckende Beispiele kennenlernen, die ganz unterschiedliche Themenfelder bedienen. Im Grunde aber eins, alle zeigen, Gemeinschaft wird groß geschrieben und dadurch wird ganz, ganz viel bewegt. Schauen wir mal in meine Wahlheimat nach Bremen. Dort ist im Juli 2022 ein ganz spannendes Pilotprojekt gestartet worden, das den Namen IP Wunde trägt. Nun, was steckt dahinter? Es richtet sich an Menschen, die chronische Wunden haben, die darunter leiden. Und viele von Ihnen werden wissen, das ist eine langwierige Behandlung und mit vielen Schmerzen verbunden. Und hier hat man sich eben die Frage gestellt, wie kann man also die Betroffenen besser abholen, besser unterstützen und hat ein innovatives Behandlungsangebot auf den Weg gebracht, sowohl in Bremen als auch in Bremerhaven. Das ist eine enge Zusammenarbeit von Spezialisten, die also ihre Expertise bündeln, dafür sorgen, dass Wunden schneller und besser heilen können. Und wie diese fachübergreifende Wundversorgung aussieht und die Behandlung, welche Learnings es auch bisher gibt, das erfahren wir nun von Stefanie Hornemann. Sie ist von der KV Bremen, macht sich dort bereit und hat die Gesamtprojektleitung inne. Frau Hornemann, herzlich willkommen. Sie haben es schon gesehen, moin, genau. Moin, moin, ist für den Bremer schon Gesabbel. Sie haben 4 Minuten und das ist Ihre Bühne. Wir freuen uns sehr auf die EP Wunde. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Stefanie Hornemann und ich bin die Projektleiterin des Innovationsfondsprojektes EP Wunde bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen. IP Wunde steht für Infrastruktur und Prozesse für optimierte Versorgung von Patienten mit chronischen Wunden, dezentral und regelversorgungsnah in Bremen. Wenn wir uns die Zahlen, Daten und Fakten zu chronischen Wunden näher anschauen, sind die Ursachen für chronische Wunden meist Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus, Dekubitus oder andere Durchblutungsstörungen. In unserem Projekt definieren wir eine Wunde als chronisch, wenn sie nach 8 Wochen immer noch besteht oder eine Therapie der Ursache erforderlich ist. Zudem bedeuten chronische Wunden für Patienten meistens eine starke Einschränkung im Alltag oder damit eine sinkende Lebensqualität. Insgesamt leiden ca. 1% der deutschen Bevölkerung an einer chronischen Wunde. Dabei entstehen durchschnittliche Kosten pro Patient von rund 10.000 Euro. Wenn wir uns
anschauen, wie sich die Kosten in Bremen verteilen, dann sehen wir, dass fast die Hälfte der Gesamtkosten für die Verbandmittel ausgegeben werden. 44% für die stationäre Versorgung. Dagegen nur 4% für die Honorare im Bereich der Pflege. Und es bleiben lediglich 3% für das Arzthonorar übrig. Gerade im Bereich der Verbandmittel haben sich Strukturen institutioneller Anbieter wie zum Beispiel Homecare-Unternehmen etabliert. Auf den ersten Blick tragen sie zur Entlastung in der Arztpraxis bei. Schaut man genauer hin, fällt auf, dass die Finanzierung solcher Dienstleister durch Margen im Produktverkauf erfolgt, was zur Entstehung von Interessenskonflikten führt. Außerdem kommt es zum Outsourcen der Wundbehandlung aus der Arztpraxis. Ob der kosten- und mengenbewusste Einsatz von Verbandmitteln und die heilungsverkürzenden Maßnahmen für den Patienten hier noch im Vordergrund stehen, ist fraglich. Daher unsere Mission, wir holen die Wundbehandlung zurück in die Arztpraxis. Wie machen wir das? Hier sehen Sie unser schönes Bundesland Bremen, links Bremen-Stadt, rechts Bremerhaven. In unserem Projekt haben wir ein Versorgungsnetzwerk aufgebaut, bestehend aus 7 spezialisierten Wundpraxen und einer Vielzahl von primär versorgenden Haus- und Facharztpraxen. Aber wie läuft jetzt die Versorgung in unserem Netzwerk ab? Die Patienten mit chronischen Wunden gehen zum Arzt ihres Vertrauens. Wenn dieser als Primärversorger am Projekt teilnimmt, wird der Patient im Projekt aufgenommen und im Rahmen von IP-Wunde behandelt. Das heißt, der Patient wird zunächst an eine spezialisierte Wundpraxis weitergeleitet, um eine individuelle Diagnostik und einen Behandlungsplan zu erhalten. Die Behandlung des Patienten wird von den Ärzten und von den praxiseigenen Wundmanagern beider Praxen als interdisziplinäres Team ausgeführt. Dabei stehen die Wundheilung und die Verbesserung der Lebensqualität des Patienten im Vordergrund. Alle an der Behandlung Beteiligten dokumentieren den Wundzustand in unserer neu entwickelten digitalen Wundfallakte, die gleichzeitig auch als Kommunikationsplattform dient. Somit wird ein regelmäßiger Austausch über den Behandlungsstand des Patienten innerhalb des Netzwerks gewährleistet. Um die Auswirkungen der neuen Strukturen von IP-Wunde zu ermitteln, wird unser Projekt im Rahmen einer begleitenden Studie evaluiert. Worin liegt also der Mehrwert unseres Projekts? Denken Sie nochmal an die Gesamtkostenverteilung der Wundpatienten. Durch die Etablierung einer strukturierten, fachübergreifenden Zusammenarbeit qualifizierter Arztpraxen werden die Strukturen in der ambulanten Versorgung so optimiert, dass sowohl von einer verbesserten Wundheilung als auch von einer Kosteneinsparung im Bereich der Verbandmittel auszugehen ist. Laut AOK Bremen-Bremerhaven könnte diese zwischen 50% und 70% liegen. Durch die Projektförderung des Innovationsfonds schaffen wir für die Ärzte einen finanziellen Anreiz, die Wundversorgung ohne den Einbezug von Dienstleistern durchzuführen. Schon jetzt haben wir die Möglichkeit, die ärztliche Leistung an den Umfang der Wundbehandlung angemessen zu vergüten. Vielen Dank. Also, das Talkenstück wird künftig anders aussehen. Frau Hornemann von der KV Bremen, wie gesagt, die Verteilung in der Torte wird künftig deutlich anders aussehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man mal gedanklich so 2 Jahre zurückgeht in die Zeiten der Pandemie, dann erscheinen einem ganz gewisse Situationen aus dem Leben doch völlig surreal, oder? Also mir geht es immer so, wenn ich so an meine Kinder denke. Die wurden plötzlich aus ihrem sozialen Gefüge gerissen, konnten nicht mehr in die Schule, in den Kindergarten gehen, saßen plötzlich zu Hause und wussten gar nicht mehr so recht, was geschieht. Und wir haben uns zerrissen zwischen Job und Familie und haben versucht, irgendwie passende Antworten zu finden. Das war eine herausfordernde Zeit, die zum Glück jetzt wieder vorbei ist. Was aber geblieben ist, sind Folgen der Pandemie, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Und da steht natürlich die Frage im Raum, wie kann man die bestmöglich begleiten, wie kann man die stärken und wie kann man ihnen helfen, das Erlebte zu verarbeiten. Seit August 2022 gibt es ein Präventionsangebot der KV Nordrhein, die wir heute schon einmal erleben durften hier auf der Bühne. Das ist niedrigschwellig und vor allem so aufgestellt, dass Kinder und Jugendliche abgeholt werden und nicht wirklich ernsthaft erkranken. Das zumindest ist der Ansatz und das Ziel. Und wir werden jetzt mehr darüber erfahren. Zum einen vom Vorstandsvorsitzenden der KV Nordrhein. Und Sie kommen im Tandem. Sie haben nämlich auch noch die stellvertretende Geschäftsführerin der KV Nordrhein mitgebracht, Miriam Maus. Und ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich weiß gar nicht, wie Sie sich jetzt aufteilen, ob Sie zu zweit hochkommen.
Eins ist klar, Sie haben damit nicht 8 Minuten gekauft. Also wenn Sie bereit sind und sich sortiert haben, dann geht es auch für Sie los. Kinder stärken, das große Thema jetzt. Ja, meine Damen und Herren, die COPSI-Studie hat es uns schwarz auf weiß gezeigt. Kinder und Jugendliche haben ganz besonders in der Pandemie gelitten. Weniger durch die akute Infektion, da haben sie meistens von milderen Verläufen profitiert, aber ihre psychische Gesundheit, die hat an der Stelle gelitten und das hat die COPSI-Studie deutlich gezeigt. Und Kinder stehen ja entwicklungsbedingt vor der Herausforderung, Bildung und Sozialkompetenz zu erwerben. Die Pandemie hat das durch Lockdown, durch Schulschließungen, Kitaschließungen und so weiter erheblich erschwert. Und was wir heute auch wissen, ist, dass Kinder sogar einen erheblichen intellektuellen Rückstand in ihrer Entwicklung erlitten haben, den sie bis heute nicht aufholen konnten. In 5 Befragungswellen sind Kinder und Jugendliche selbst sowie deren Eltern und Erziehungsberechte interviewt worden, wie sich ihre Lebensqualität und psychische Gesundheit während der Pandemie verändert hat. Und Sie sehen es hier grafisch dargestellt. Über 80% der Kinder und Jugendlichen haben die Pandemie zwischen Dezember 20 und Februar 22 als Belastung empfunden. Und ganz besonders stark war dieses Belastungserleben während des bundesweiten Lockdowns im Winter 2021. Und das zeigt ja auch die Grafik hier deutlich. Und Risikofaktoren waren insbesondere und sind insbesondere ein Migrationshintergrund, ein niedriger Bildungsabschluss, beengter Wohnraum. Diese Kinder besitzen ein 2,5- bis 3,5-faches Risiko für depressive Symptome verglichen mit Altersgenossen. Und hier ist das Ganze grafisch aufgetragen. Sie sehen ganz am Anfang die Situation vor der Pandemie für depressives Erleben, für Ängste. Und Sie sehen am Ende, wir sind immer noch nicht am Ausgangspunkt zurückgekommen. Um dem zu begegnen, haben wir uns im Winter 2021/22 in der KV Nordrhein überlegt, hier müssen wir was tun und wir wollen etwas tun, bevor aus belasteten Kindern und Jugendlichen Patienten werden, die dann Psychotherapie oder ärztliche Hilfe im engeren Sinne in Anspruch nehmen müssen. Und das Projekt stellt Ihnen jetzt Frau Moss vor. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bergmann. Vielen Dank, dass wir das heute hier vortragen dürfen. Wir sind sehr stolz auf dieses Projekt. Und zwar läuft unser Präventionsprojekt genau für ein Jahr, und zwar von August 22 bis zum Juni 23, also ein Schuljahr in Nordrhein-Westfalen. Und wir möchten gerne, dass hierdurch die Kinder und Jugendlichen entlastet werden und in der Peer Group sich austauschen können und über das, was sie erlebt haben während der Pandemie, sprechen können mit ihresgleichen, weil dafür oft in den Familien und auch in der Schule überhaupt keine Zeit war. Ja, unser Angebot ist schnell und unbürokratisch implementiert worden. Es wird geleitet von Fachleuten, nämlich von Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychiatern. Es ist niedrigschwellig und ganz wichtig, das haben wir eben schon erwähnt, es ist zusätzlich zur Regelversorgung. Es ist also noch on top und wir starten also früher, ehe diese Kinder und Jugendlichen manifest erkrankt sind. Das Angebot ist digital und dynamisch. Das heißt, wenn irgendwo Bedarf war, konnten wir schnell was ändern. Es ist flächendeckend in ganz Nordrhein und wird finanziell unterstützt durch unser Ministerium für Alter, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Und es wird auch evaluiert nebenher. Rund 140 Mitglieder und Nichtmitglieder arbeiten an dem Projekt mit und sie bieten rund 180 Gruppen an in den verschiedenen Altersklassen, von Grundschule bis zu den jungen Erwachsenen. Das waren die Themen, die die Kinder und Jugendlichen belastet haben. Das ist nur eine kleine Auswahl. Es gab noch viel, viel mehr. Ängste, Bewegungsmangel, Medienkonsum, Lagerkoller, Einsamkeit und endlich hat mal jemand den Kindern zugehört. Und damit, oh, jetzt ist das schöne Bild weg, können Sie das noch mal hinkriegen, damit auch dieser fröhliche Junge, der eben ganz kurz im Bild war, auch weiterhin so fröhlich aufwachsen kann, hoffen wir, dass wir für die nächste Krise besser vorbereitet sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Maus und Herr Dr. Bergmann. Das war doch eine exzellente Kooperation hier oben auf der Bühne, auch wenn wir das letzte Bild nicht mehr gesehen haben, aber wirklich ein tolles Beispiel. Also Sie stehen wirklich für schnell und unbürokratisch. Das habe ich mir definitiv gemerkt. Die KV Nordrhein war das. Und damit geht unser Blick nach Worms, eine Stadt mit einem eigenen Modell, das überzeugt. Insbesondere Medizinerinnen und Mediziner. Es geht nämlich darum, wie kann man niedergelassene
für Worms begeistern und dafür sorgen, dass sie auch langfristig in der Stadt bleiben, also dass Arztsitze in der Region gehalten werden. Na, und da hat man sich überlegt, warum nicht eigentlich mit einem Rundum-Sorglos-Paket locken? Bürokratie AD, ist das nicht toll, wenn man sich mal überlegt, man ist Ärztin oder Arzt und jemand sagt einem, also der Papierkram, da musst du dich wirklich nicht mehr drum kümmern. Das, worauf du dich fokussieren kannst, ist wirklich deine Arbeit, also gute Medizin. Ein toller Leuchtturm. Bereits seit 2003 gibt es das Wormser Gesundheitsnetz. Es ist Ideen- und Impulsgeber, um Antworten auf die Herausforderungen im Gesundheitssystem zu finden. Und heute tauchen wir gemeinsam ein in das Wormser Modell mit der Geschäftsführerin der WOGE, also dem Wormser Gesundheitsnetz. Und das ist Birgit Sattler. Herzlich willkommen, Frau Sattler. Wir sind gespannt, wie Sie das in Worms machen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Nehmen Sie noch einen Schluck und dann geht's los mit der Uhr. Ja, Sie haben schon fast alles gesagt. Das Wormser Gesundheitsnetz ist ein Zusammenschluss von inzwischen 132 niedergelassenen Haus- und Fachärzten, alle aus Worms und den angrenzenden Orten. Es ist eine Genossenschaft, die auch eine Tochtergesellschaft gegründet hat, die WOGE Service GmbH. Wir befassen uns seit etlichen Jahren mit dem Thema Nachfolgeregelungen. Wie können wir gute Lösungen anbieten? Und das hat auch deshalb dazu geführt, dass wir seit 10 Jahren inzwischen ein Kernziel definiert haben, das also heißt, Arztsitze in der Region zu halten. Um dieses Ziel erreichen zu können, haben wir ein umfassendes Angebot entwickelt, einen Blumenstrauß an Maßnahmen für Jung und Alt. Wir kümmern uns um die Studenten bis auch hin zu den Ärzten und Ärztinnen, die ihre Praxis gerne abgeben möchten. Unter anderem bieten wir Veranstaltungen an wie WOGE Meets Nachwuchs. Da kommen in erster Linie PJ-Studenten oder Assistenzärzte zu unseren Fachärzten und können all ihre Fragen loswerden, die sie so haben, wenn es um den ambulanten Bereich geht. Wir bieten ein sogenanntes Ärztewochenende an. Da kommen die das ist eher für die Fachärzte und Ärztinnen gedacht, die Interesse haben, in der Niederlassung zu arbeiten. Die können ihre Partner mitbringen und bekommen von uns aufgezeigt, wie schön es ist, in Worms zu leben und zu arbeiten und dass wir uns auch um die Kinder kümmern und vielleicht auch um den Job für den Partner oder die Partnerin, die kommen möchte. Wichtig ist uns dabei immer, dass wir einen Rahmen geben, damit die Niederlassung Spaß macht. Ein ganz besonders wichtiges Element ist dabei unsere WOGE-Praxis. Wir fokussieren uns als Netz auf Fachrichtungen, die gefährdet sind, in die Unterversorgung zu gehen oder schon drin sind. Damit ist auch gewährleistet, dass wir eben keine Konkurrenz für unsere WOGE-Mitgliedspraxen bieten. Im Gegenteil, unsere Praxen unterstützen uns sehr aktiv in all dem, was wir hierbei tun. Wir wollen alte und junge Ärzte, Ärztinnen zusammenbringen. Diese Ärzte werden Mitglied in der Ärztegemeinschaft Liebenauer Feld. Das ist unsere WOGE-Praxis. Und diese Praxis hat wiederum Verträge mit der WOGE Service GmbH. Wir haben Räume, die komplett ausgestattet sind, vom Mobiliar über Medizingeräte, auch speziell zugeschnitten natürlich für die Fachrichtungen, die wir da inzwischen bedienen, die EDV-Ausstattung, Telefon, rundum. Wir als WOGE Service GmbH übernehmen damit alle nichtmedizinischen Aufgaben, aber es ist eben kein MVZ, sondern es ist und bleibt eine Praxisgemeinschaft. Das heißt, unsere Ärzte sind selbstständig auf eigenem Sitz und unsere Ärzte und Ärztinnen sagen uns, was und wie viel auch, wie viel Zeit sie investieren wollen, wie sie arbeiten möchten und der Fokus unserer Ärzte liegt auf guter Medizin. Wie haben wir begonnen? Wir haben bereits gestartet im Jahr 2015 und dabei muss man vielleicht auch noch sagen, dass von der betriebswirtschaftlichen Kalkulation her das Risiko darin liegt bei uns als der WOGE Service GmbH. Wir sind umsatzbeteiligt und wir tragen alle Kosten. Das heißt, wir können durchaus, wenn wir schlecht wirtschaften, auch in rote Zahlen geraten. Wir haben gestartet mit 2 Allgemeinmedizinerinnen, die auch einen Arztsitz übernommen haben von einem abgebenden Arzt, der noch eine ganze Zeit lang als angestellter Arzt in der Praxis mitgearbeitet hat, auf einer Praxisfläche von 200 Quadratmetern.
Wie ist es heute? Heute haben wir ausgeweitet auf 1000 Quadratmeter inzwischen. Wir haben die Allgemeinmedizin noch erweitert auf medizinisch-diabetologische Schwerpunktpraxis. Wir haben einen Chirurgen, wir haben zwei Dermatologinnen, wir haben zwei Kinder- und Jugendmedizinerinnen, einen Kinderkardiologen und einen Psychotherapeuten. In Summe sind das 9 selbstständige Ärzte, 3 angestellte Ärzte und 4 Weiterbildungsassistenten. Für uns ist das kein Projekt mehr, sondern gelebter Alltag. Und wir Fazit, rund um Sorglospaket, kein Invest, keine Mietbindung, fast keine Bürokratie, aber niedergelassen, wie Sie sehen, hoffentlich mit Freude am Beruf. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Sattler. Das überzeugt ein starkes Team dort in der Woge-Praxis. So, jetzt gehen wir mal gemeinsam nach Sachsen, denn auch dort werden erfolgreich Sektorengrenzen gesprengt. Und das sage ich deshalb, weil die KV Sachsen sich hier gleich mit 4 Klinikstandorten zusammengetan hat. Und zwar ging es hier um die Verbesserung der Versorgung im augenärztlichen Bereich. Und da wurden etabliert ambulante Versorgungs- und Weiterbildungszentren. Das heißt zum einen für die Patientinnen und Patienten, dass sie innerhalb maximal einer Stunde die Versorgung, die sie benötigen, entsprechend erreichen können, also räumlich gesehen die Klinik oder eben die dazugehörigen Ambulanzen. Und das zeigt aber auch dieses Projekt, dass das Thema Weiterbildung gleich mitgedacht wurde, deshalb auch eben der Name im Zentrum. Es ging nämlich um die Frage, wie man also jetzt schaffen kann, augenärztlichen Nachwuchs in die Region zu holen. Und Antworten darauf werden wir jetzt bekommen, und zwar von der Geschäftsführerin der Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz der KV Sachsen, und das ist Carmen Baumgart. Ja, Sie stellen uns mal die AVWZ näher vor und teilen Ihren visionären Blick mit uns. Da freuen wir uns drauf. Ja, meine Damen und Herren, begleiten Sie mich auf einem virtuellen Ausflug in die sächsische augenärztliche Versorgungslandschaft nach Südwestsachsen. Was Sie hier sehen, sind nicht etwa unsere Augenarztpraxen, sondern das sind die Praxen, die wir in den letzten 5 Jahren geschlossen haben. Nachfolgesuche, Fördermaßnahmen des Landesausschusses leider mit fast keinem Erfolg, sodass wir in kürzester Zeit vor einem eklatanten Versorgungsproblem standen, um nicht zu sagen, wir hatten eine Nichtversorgung. Ja, uns war sofort klar, unsere bisherigen Maßnahmen reichen hier in keiner Weise aus, um wieder Versorgung zu gewährleisten. Wir müssen uns von den Dingen der Bedarfsplanung trennen, wir müssen uns Partner suchen, die mit uns gemeinsam gestalten, und wir müssen die Telemedizin stärker in den Fokus nehmen. Ja, wie sind wir die Sache angegangen? Wir haben zunächst intensivste Gespräche mit allen 4 in der Region oder angrenzenden Regionen verorteten Augenarztkliniken geführt und haben festgestellt, gleiche Probleme erfordern gemeinsame Lösungen. Wie sieht die Lösung aus? Wir haben alle 4 Kliniken gleichermaßen im Umfang von 2 Versorgungsaufträgen institutionell für die ambulante Versorgung geöffnet. Das haben wir natürlich nicht ohne Bedingungen gemacht. Bedingung ist dabei, dass für 2 Versorgungsaufträge 2 Fachärzte für Allgemeinmedizin, für Augenheilkunde mit voller Weiterbildungsermächtigung zur Verfügung stehen und gleichzeitig angebunden sind 4 Ärzte jeweils in Weiterbildung. Ja, was haben wir mit diesem Modell geschafft? Zum einen die tatsächlich gute funktionierende Verknüpfung von ambulanter und stationärer Tätigkeit hat dazu geführt, dass die Kliniken ihre Facharztstellen besetzen konnten. Und es ist gelungen, relativ zeitnah 16 Ärzte in Weiterbildung zu bekommen, die das Konzept einer umfassenden 5-jährigen Weiterbildung mit ambulantem Anteil so interessant fanden, dass sie in die Region gekommen sind. Wir haben seit dem Start 13.000 Termine über die Terminservicestelle vermittelt und mittlerweile in den letzten Quartalen regelhaft 10.000 Patienten in den ambulanten Versorgungs- und Weiterbildungszentren behandeln können.
Unsere Zentren sind mittlerweile fester Bestandteil einer verlässlichen, ambulanten augenärztlichen Versorgung in einem mittlerweile sehr großen Planungsbereich. Umfasst in etwa die Einwohnerzahl von Leipzig, also 600.000 Einwohner, leider sehr flächig. Da das nicht immer wohnortnah gelingt, sind wir im Moment dabei, ein zweites Projekt ergänzend aufzustellen. Wir werden also 2024 mit einer mobilen Untersuchungs- und Behandlungseinheit unsere stationären AVWZ ergänzen. Und das würde ich Ihnen dann gerne 2024 vorstellen. Ja, und das ist das Bild, auf das ich ganz besonders stolz bin. Wir haben im Januar einen Kick-off mit 28 Ärzten, Augenärzten in Weiterbildung und 4 Chefärzten durchführen können, die gemeinsam am Fundament der zukünftigen Versorgung bauen. Das heißt, Ausbildung in der Region für die Region. Und ich denke, in 5 Jahren sieht es mit der Versorgung viel, viel besser aus. Vielen Dank. Frau Baumgart, ganz herzlichen Dank. Ja, da haben Sie sich schon ins Spiel gebracht fürs nächste Jahr und sind mit uns in die Zukunft gereist. Also ein tolles Beispiel auch, wie man hier der Unterversorgung begegnen kann im ländlichen Bereich in Sachsen. Liebes Publikum, Sie kennen das Spiel schon. Jetzt sind Sie gefragt. Wir zählen auf Ihre Stimme, denn es geht rein ins Voting. Dazu laden wir Sie herzlich ein, also nochmal beherzt zu Ihrem Smartphone zu greifen und sich zu entscheiden, welches Projekt Sie hier vorne sehen, welches Projekt heute mit dem Titel der ausgezeichneten Gesundheit nach Hause geht. Ich gebe Ihnen noch einmal einen kurzen Überblick. Aus Bremen haben wir mehr erfahren über die innovative Wundbehandlung. Bei der KV Nordrhein ging es um die Stärkung von Kindern nach der Pandemie durch die passenden Präventionsangebote. Worms war die Stadt, die gezeigt hat, wie man Arztsitze erfolgreich in der Region halten kann. Die Wogepraxis wurde uns präsentiert. Und wir haben gerade die KV Sachsen gehört. Da ging es um die stationär-ambulanten Kooperationen, die augenärztliche Versorgung und auch um den augenärztlichen Nachwuchs, der dort in der Region unterstützt wird. Geben Sie gerne Ihre Stimme ab oder nutzen Sie einfach die nächsten 15 Minuten, die wir hier oben talken werden. Denn auch das Thema Versorgung kooperativ lädt natürlich dazu ein, mal ein paar Perspektiven einzunehmen und mal zu schauen, wie auf dieses Thema geblickt wird. Und ich freue mich jetzt zunächst auf Dr. Braun und Frau Dr. Rommel. Das ist Ihr Applaus. Kommen Sie einmal an den Talktresen. Herr Dr. Braun, Sie sind Vorsitzender des Vorstands der KV Baden-Württemberg. Sie sind aber auch ein Mann der Praxis, Facharzt für Orthopädie, für Unfallchirurgie und Sie sind studierter Medizinrechtler. Und interessant ist, Sie waren 2016 am Aufbau eines Ärztehauses in Wertheim beteiligt und Sie plädieren aus Ihrer Funktion heraus für mehr Kämpfergeist. Das ist zumindest Ihr Wort gewesen im Dezember 2022, geht um das Ansehen der Ärzteschaft. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Frau Dr. Rommel, jetzt werden sich viele fragen, was macht die Frau Dr. Rommel hier? Wir freuen uns zunächst, dass Sie so spontan waren, denn es war wirklich sehr, sehr spontan. Emmy Zollner hat krankheitsbedingt absagen müssen und dann standen wir natürlich vor folgender Situation. Wir haben Ihnen ja gesagt, wir möchten gerne, dass die KV mit der Politik ins Gespräch kommen. Sie merken, jetzt sieht das hier strukturell ein bisschen anders aus, aber wir wollen dennoch natürlich die Chance nutzen, wie gesagt, Ihre Perspektive einzunehmen und mit Ihnen natürlich über ein paar Felder zu sprechen, die sich hier auftun im Bereich der Versorgung kooperativ. Ja, und wir haben deshalb auch nur eine These, weil es wäre nicht so ganz sinnig, Ihnen zwei Thesen mit an die Hand zu geben. Schauen wir jetzt mal drauf, was wir mitgebracht haben. Und Dr. Braun, Sie werden herzlich von mir eingeladen, diese These gleich zu beantworten bzw. darauf einzugehen. Der Fachkräftemangel wird uns zwingen, die Teampraxis zu etablieren, in der die niedergelassenen ÄrztInnen mit anderen Gesundheitsfachberufen eng zusammenarbeiten und telemedizinisch über die Fachgrenzen hinweg kooperieren. Und da wird es einen breiten Versorgungsbereich geben, in dem es für PatientInnen einerlei ist, ob die behandelnden ÄrztInnen einem Krankenhaus oder einer Praxis angehören. Wie sehen Sie das?
Ja, also das ist definitiv so. Wir haben nicht nur einen Ärztemangel, sondern wir haben einen Fachkräftemangel, was sowohl unsere MFAs angeht, wie auch die anderen medizinischen Berufe. Das geht sogar so weit, dass sich Praxen heute nicht vergrößern können, wenn sie denn Ärztinnen und Ärzte dafür haben. Das geht zum Teil sogar so weit, dass Praxen schließen müssen. Die Praxen sind insgesamt gut daran beraten, sich als Team aufzustellen und ihre Prozesse so umzustrukturieren, dass der Arzt oder die Ärztin in der Praxis entlastet wird. Das erfordert deutlich größere und leistungsfähige Strukturen, die mit optimierten Prozessen arbeiten, die alle darauf abzielen, den Arzt zu entlasten. Solche Strukturen müssen dann aber natürlich auch entsprechend vergütet werden. Was das Thema Telemedizin angeht, wird das sicher eine größere Rolle in der Zukunft spielen. Wir sind da in Baden-Württemberg mit DocDirect vorangegangen, haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist ja heutzutage so, dass viele Patientinnen und Patienten gar nicht in die Praxen kommen, um sich behandeln zu lassen, sondern weil sie eigentlich nur wissen wollen, ob Behandlungsbedarf besteht oder nicht. Und da kann dieses hier Steuerung in Form von Telemedizin helfen, genauso wie man telemedizinische Konzepte sicher sinnvoll einsetzen kann in der Zukunft bei Hausbesuchen durch medizinisches Fachpersonal mit Ärztin oder Arzt im telemedizinischen Standby. Und der dritte Aspekt, die Kooperation mit Krankenhäusern, das gab und gibt es bereits in Deutschland mit dem kaputtgesparten System des Belegarztwesens. Es ist aber auch so, dass wir zum Beispiel in den Notfallpraxen bei uns 120 im Land gute Strukturen haben, wo die funktionieren und wo der Patient oder die Patientin gar nicht mehr wahrnimmt, ob er letzten Endes im Krankenhaus oder eben durch die Praxis behandelt wird. Und einen Satz vielleicht noch zum Schluss. Je intensiver und vertrauensvoller das Patientenverhältnis gefordert ist und je länger ein Behandlungsprozess andauert, wenn das so ist, dann kommen wir sicher an den Praxen nicht vorbei. Mhm. Herzlichen Dank für all die Punkte, die Sie gemacht haben, Frau Dr. Rommel. Auch Ihnen möchten wir natürlich Gelegenheit geben, auf diese These entsprechend zu reagieren. Ich bin ja von Haus aus Hausärztin, Fachärztin für Allgemeinmedizin, und Hausarztmedizin ist Teammedizin. Und ich glaube, auch in den fachärztlichen Praxen, also gebietsärztlichen Praxen, ist die Medizin im ambulanten Bereich Teammedizin. Und das ist etwas, das wir weiterentwickeln müssen. Das Thema Teampraxen steht bei uns in unserem neu gewählten Vorstand ganz oben auf der Agenda, weil wir wissen, dass wir nicht in jedem kleinen Ort mehr eine Arztpraxis haben können, sondern dass Zentralisierung eine Rolle spielen wird. Und diese Zentralisierung bezieht sich darauf, dass Ressourcen geschont werden müssen, Ressourcen erschlossen werden müssen. Zum einen die Arztzeit wird immer weniger und die Kooperation mit Gesundheitsberufen, natürlich mit gut ausgebildeten medizinischen Fachangestellten, die auch weiterqualifiziert sind als NEPA, VERA, als Diabetesberaterin und alle Möglichkeiten, die da genutzt werden können, die sind von großer Bedeutung, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten in der Fläche gut zu stemmen. Das ist unsere Aufgabe als KV, das zu organisieren. Und deshalb brauchen wir zentralisierte Praxen, in denen die Gesundheitsberufe gemeinsam mit den Ärzten die Patientinnen und Patienten versorgen, sowohl vor Ort wie über Hausbesuche, aber eben auch über die telemedizinischen Möglichkeiten. Die müssen besser genutzt werden und vor allen Dingen die Grundbedingungen dafür müssen geschaffen werden, dass wirklich auch das sinnvoll abrechenbar ist. Wir haben das heute schon gesehen hier in einem Chart, dass wir da in der Lage sind, das wirklich breit auszurollen. Und Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus ist ein ganz wichtiges Thema. Plus, ich bin immer der Meinung, jeder Sektor hat seine Aufgabe. Und ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass aus dem Krankenhaus heraus Konsultationen, Kooperationen entstehen. Aber eine Mitwirkung im ambulanten Bereich muss natürlich dann auch wirklich jetzt nicht durch Zufall sein, sondern es muss schon irgendwo strukturiert sein. Das kann jetzt nicht einfach so sein, jemand aus dem Krankenhaus macht mal ein bisschen Telemedizin. So kann es nicht sein. Da muss schon irgendwo eine Struktur dahinter stehen. Braucht es eine klare Struktur? Schauen wir mal auf die Etablierung der Teampraxis. Aus Sicht eines Arztes oder einer Ärztin, die vielleicht vorher in eigener Praxis waren, was braucht es denn, um sich auf diese Teampraxis einzulassen? Weil da brauche ich ja auch ein entsprechendes Mindset, wenn ich da reingehe, Herr Dr. Braun.
Also im fachärztlichen Bereich hängt Team natürlich zusammen, oft mit sehr spezialisierten Kompetenzen. Da ist es oft so, dass wir allein schon mehrere Ärztinnen und Ärzte brauchen, um die einzelnen Sub- und Spezialgebiete gut abdecken zu können, insbesondere was das Operative angeht. Wir brauchen aber auch entsprechend qualifiziertes Personal, unsere MFAs, auch die weiter qualifiziert im hausärztlichen Bereich, dann Veras oder Nepas. Im fachärztlichen Bereich gibt es bei uns die EFA. Und dann muss man sinnvolle Konzepte entwickeln, wie man die Aufgaben entsprechend zuweist, dass nicht alles der Arzt machen muss. Frau Dr. Rommel, jetzt haben wir ja schöne Beispiele heute kennengelernt, wie man auch in strukturschwachen Regionen eben werben kann, wie man gute Angebote an den Start bringen kann, um eben letztendlich Menschen anzulocken. Und darum wird es letztendlich gehen. Also wenn wir in die Zukunft schauen, sprechen wir über sowas wie einen knallharten Verteilungskampf. Sie kommen aus Baden-Württemberg. Ich nehme mal an, Sie haben das Problem noch nicht so sehr. Wenn wir jetzt aber in den Osten schauen beispielsweise, da reden wir darüber, dass das drumherum vielleicht anders aussieht als in Baden-Württemberg, um das mal sanft zu formulieren. Also da ist nicht gleich der Benz um die Ecke und der Ehepartner oder die Ehepartnerin hat da entsprechend auch Angebote. Also wie kann man sich da jetzt hervortun? Also welche Angebote sehen Sie da ganz weit vorn? Weil wir haben ja über unterschiedliche Bausteine auch gesprochen. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass Thüringen ein traumschönes Land ist, das beste und schönste Bundesland der Bundesrepublik, ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen Lokalpatriotismus, haben wir natürlich auch Angebote und ich habe heute viele Parallelen gesehen hier bei den tollen Projekten, die wir in ähnlicher Art und Weise auch durchführen, natürlich um junge Ärztinnen und Ärzte oder auch ältere Ärztinnen und Ärzte anzuwerben. Wichtig ist es, dass natürlich auch die Männer der Ärztinnen Jobs bekommen, da haben wir auch in Thüringen möglich. Sicher ist es so, dass es im Thüringer Wald nicht ganz so industriell zugeht. Das ist dann immer sehr individuell unterschiedlich, ob wir diese Menschen dann in unserer Region bekommen. Aber ich denke, ja, also im Moment ist das jetzt so, dass wir schon attraktive Angebote haben, auch für unsere Praxen. Wir haben ja eine Stiftung zur Förderung der ambulanten Versorgung, die so eine Art Niederlassungsfahrschule macht, wo man in der Praxis erstmal die Niederlassung probieren kann, auch mit einem Rundum-Sorglos-Paket die Praxis dann später übernehmen kann. Aber wir haben auch die Option, dass man weiter angestellt bleiben kann. Die werden auch nach Wunsch der Kolleginnen und Kollegen in der Region verteilt. Ja. Ich wollte auch gar nicht Thüringen zu nahe treten. Wunderschönes Bundesland. Wollte ich auch nur so als... insbesondere das nördliche Thüringen, Urleben, wird Ihnen ja definitiv was sagen. Denn da gibt es jetzt eine neue Bushaltestelle. Ja. Ein Gesundheitskiosk, ja, niederschwellig. Ich musste tatsächlich schmunzeln, deswegen sage ich das jetzt auch so, ja. Aber es ist tatsächlich in der Ausgestaltung so. Herr Lauterbach ist ja jemand, der auf die Gesundheitskioske setzt. Ist das ein gutes Modell für Urleben, für die Region? Ist das, das ist der Unstrut-Heinz-Kreis, nördlich von Erfurt. Das ist, also, das Wort Gesundheitskiosk ist ja noch kein geschützter Begriff. Und es ist ein Gesundheitskiosk nicht in dem Sinne, wie Herr Lauterbach sich das top-down vorstellt, sondern es ist ein Gesundheitskiosk, der im Rahmen eines Konzeptes entstanden ist. Da gibt es eine Stiftung Landleben, das ist ein junger Gesundheitswissenschaftler, der gemeinsam mit den Gemeinden, in denen er aktiv ist, ein Konzept entwickelt hat, mit bürgerschaftlichem Engagement ältere Menschen sozusagen zum Arzt zu bringen, die Wohnverhältnisse von Älteren und Jungen zu tauschen, zum Beispiel, oder auch Mehrgenerationenhäuser zu entwickeln. Und ein Teil dieses Konzeptes ist dieser sogenannte Gesundheitskiosk. Tatsächlich ist es so, dass dort Telemedizin gemacht wird. Und zwar können die Patientinnen und Patienten, die sich dort hinbegeben, eine Konsultation in der Gedächtnissprechstunde des Universitätsklinikums Jena wahrnehmen. Ja? Und das ist jetzt diese eine
Thematik, die dort läuft. Sicherlich soll das noch ausgebaut werden. Die Kolleginnen und Kollegen, niedergelassene oder ambulant tätige Ärzte in der Region, schauen da so ein bisschen kritisch drauf und sagen, ja, was soll denn da jetzt kommen? Sollen wir denn jetzt Einweisungen schreiben? Mhm. Oder was ist, wird dann da, danach folgen? Aber ich glaube, es läuft im Moment sehr gut, mhm, und wird ganz moderat angenommen. Aber das ist nicht dieser Gesundheitskiosk, den Lauterbach will. Und gegen den sind wir natürlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir es nicht notwendig finden, dass zusätzliche Strukturen, mhm, geschaffen werden, die zusätzlich Geld kosten, ohne dass deren Nutzen belegt ist. Also keine zusätzlichen Strukturen. Schauen wir daher auf das, was aus dem System herauskommt. Sie haben den Bereich der Telemedizin angesprochen. Wir haben ja eben schon über digitale Konzepte auch gesprochen. Wir haben auch gehört, wie schwierig es letztendlich ist, die zu etablieren. Und das hat sicherlich auch mit der Vergütung zu tun. Was muss denn jetzt passieren, dass wir Telemedizin noch intensiver implementieren und auch noch besser nutzen können, dass wir auch Anreize schaffen, dass Patientinnen und Patienten davon überzeugt sind? Weil wir haben ja eben gehört, also die warten förmlich drauf, dass was passiert. Haben Sie auch angesprochen eben. Also ich denke, dass in den telemedizinischen Konzepten die Zukunft liegt. Wir müssen sehen, dass das in die Breite geht. Aber wir müssen auch aufpassen, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Für eine gute Untersuchungen beim Arzt gibt es immer noch die vier A's. Das heißt, anhören, ausziehen, anschauen, anfassen. Und das kann Telemedizin nur zum Teil leisten, insbesondere nicht in den Fächern, wo es zum Beispiel wie bei mir darum ging, ein Kniegelenk auch anzufassen. Wir müssen da sicher kompromissbereit sein, aber alles mit Telemedizin wird auch nicht gehen. Aber sie ist eine gute Antwort darauf, dass man mitunter gewisse Bereiche letztendlich bespielen kann. Sie haben auch eben das Thema Hausbesuche genannt, die vielleicht ansonsten andere belasten würden. Also um es mal weniger kompliziert auszudrücken, Telemedizin kann ja schon helfen an gewissen Stellen, wo nicht angefasst werden muss und ausgezogen werden muss. Genau, und insbesondere muss man sagen, ist die Ressource Arzt auf der Straße im Hausbesuch eine schlecht verwendete Ressource. Und wenn wir da Ärzte und Ärztinnen entlasten können, dass wir diese Aufgaben zum Teil abgeben an unser Fachpersonal, kann Telemedizin Beiträge leisten mit dem Arzt im Standby, aber ohne den geht es eben nicht. Wir haben eben das Wormser-Modell gehört, Frau Dr. Rommel, wo man letztendlich sagt, Ärztinnen und Ärzte sollten entlastet werden, damit die eben Aufgaben nicht wahrnehmen müssen, die gar nicht so sehr in den eigenen Kompetenzbereich fallen. Ist das auch ein wichtiger Baustein, auf den wir in Zukunft nicht verzichten können? Ich denke, das ist ein Baustein, ja. Also es wird immer Ärztinnen und Ärzte geben, die solche administrativen Aufgaben nicht erfüllen wollen. Deshalb, das ist wie bei uns, das ist ähnlich wie unsere Stiftungspraxis. Da müssen die administrativen Aufgaben auch nicht erfüllt werden, sondern das macht das Team der Stiftung, die das dann entsprechend begleiten. Aber es wird auch immer Ärztinnen und Ärzte geben, die Unternehmer sein wollen, die Unternehmerinnen sein wollen. Und das finde ich toll. Ich habe jetzt gerade Kolleginnen in meiner Praxis, die wollen unbedingt selbstständig sein, die wollen unbedingt gestalten können. Und das ist auch was ganz Tolles. Also Unternehmerin zu sein als Ärztin ist genial. Man ist die Chefin, man ist also viel mehr wert als der Chefarzt an sich, weil man kann gestalten, man kann wirklich sein Portfolio wählen, man hat das Team, mit dem man Dinge machen kann. Also man wird immer unterschiedliche Formen der Berufsausübung finden, je nach Geschmack, je nach Elan des jeweiligen Kollegen, der jeweiligen Kollegin. Und ich finde, das ist legitim, dass es das nebeneinander gibt. Das finde ich sogar sehr gut, dass man nicht nur eine Form wählen muss. Und ich glaube auch, dass es lebensphasenabhängig ist, wer jetzt meinetwegen als Ärztin noch in der im Bereich der kleinen Kinder ist und so weiter, die wird eine andere Form wählen als vielleicht die Ärztin, die dann frei ist von diesen Verpflichtungen. Und wenn man im Alter dann wieder eine andere Form wählt, wird das sicherlich so sein, dass man da nicht immer das gleiche Modell wählt.
Also dass da deutlich mehr Flexibilität, ja, Flexibilität ist ein Thema, drin ist. Herr Dr. Braun, Sie haben ja eben schon die Kooperationen auch angesprochen, also das Zusammenspiel zwischen stationärem und ambulanten Sektor. Welche Rolle spielt das für Sie, um neue Versorgungsformen zu etablieren? Wir leiden ja hier in Deutschland daran, dass für Patientinnen und Patienten die Abgrenzung der Sektorengrenzen wirklich schwer nachvollziehbar ist. Das ist sicherlich an der Zeit, da irgendwas zu tun. Man muss das aber in beide Seiten denken. Es kann nicht sein, dass etwa nur Krankenhäuser im ambulanten Bereich was tun dürfen, sondern umgekehrt sollte es genauso sein. Wir haben im ambulanten Bereich, insbesondere zum Beispiel beim Operieren, so viel Expertise, dass wir da auch stationäre Strukturen bedienen können. Wir sind gespannt, wie sich jetzt das Reformpapier der zur Krankenhausversorgung letzten Endes niederschlagen wird mit den Level 1i-Krankenhäusern. Da bieten sich ja unter Umständen Perspektiven, diese Bereiche zu verknüpfen. Und mit dem neu geschaffenen Paragraphen 115f und den Hybrid-DRGs bieten sich da eventuell auch interessante Möglichkeiten. Ist ja alles gerade aktuell in der Entwicklung und wir sind sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ja, es wird heiß debattiert. Es ist sehr intensiv in der Entwicklung. Aber die Länder haben ja auch schon deutlich angekündigt, wo sie stehen. Frau Dr. Rommel, mal so einen Blick in die Zukunft. Was glauben Sie denn? Werden wir diese Reform bald sehen? Oder wie lange wird das zähe Ringen darum sein? Und wenn ja, was wird am Ende Ihrer Meinung nach dabei rauskommen? Jede Prognose ist dann besonders schwierig, wenn sie in die Zukunft gerichtet ist. Und solche Ankündigungen von Revolutionen, gerade von unserem Bundesgesundheitsminister, können leicht auch in Revolutionchen enden. Und das sieht man ja ganz deutlich. Die Länder haben einen ganz großen Einfluss, wollen ihre Kompetenz nicht abgeben. Ich verstehe das auf eine gewisse Art und Weise, aber ich empfinde es auch als hinderlich, weil innovative Versorgungsformen dadurch verhindert werden. Ein Beispiel, integrierte multiprofessionelle Gesundheitszentren statt Krankenhäusern, kleinen Krankenhäusern an Standorten, die nicht mehr wirtschaftlich sind, ja, wo Geld hineingebuttert wird ohne Ende, ohne dass das effektiv ist, werden durch die Politik verhindert, weil man irgendwann mal gesagt hat, es wird kein Krankenhausstandort im Land XY geschlossen. Und das ist traurig, weil alle Beteiligten, die also kooperieren wollen, auch bereit sind, das zu tun. Und da glaube ich schon, dass wir vielleicht da doch eine Top-Down-Regelung brauchen, um solche Möglichkeiten mehr nutzen zu können. Vielleicht braucht es da auch mehr Aufklärungsarbeit, Herr Dr. Braun, weil ja die Angst immer groß ist an den Standort. Wenn das kleine Krankenhaus geschlossen wird, gibt es keine Versorgung mehr. Gut, das wird natürlich in Teilen so sein. Wir werden uns das Überangebot an Krankenhäusern nicht überall erhalten können. Und da muss die Politik auch ehrlich sein. Was man auch sagen muss, ist, wir als Niedergelassene können nicht überall da einspringen, wo ein Krankenhaus geschlossen wird, können auch nicht dort überall etwa dann eine Notfallpraxis aufrechterhalten. Wer A sagt, muss auch B sagen und dann die Konsequenzen in Kauf nehmen. Noch abschließend eine Frage. Wird es die klassische Hausarztpraxis, also ein Arzt und das fachmedizinische Personal, das ihm zuarbeitet, wird es das in 15 Jahren noch geben, Ihrer Meinung nach, Frau Dr. Rommel? Wiederum, wie gesagt, die Prognose. Ich denke schon, das wird es noch geben. Ich glaube, das Schöne ist, was wir vorhin schon gesagt haben, es wird mehrere Berufsausübungsformen nebeneinander geben und auch diese klassische Arztpraxis wird es noch geben, weil manchmal auch die Gemeinschaft von vielen Kolleginnen und Kollegen zu gewissen Zwängen führt, die nicht jeder möchte. Aber ich glaube, die Tendenz geht eindeutig zur Kooperation, zu größeren Zentren, wo natürlich auch Arbeitsteilung möglich ist, wo die Flexibilität aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gewährleistet ist. Herr Dr. Braun, ist das ein Auslaufmodell oder was glauben Sie, was wir in 15 Jahren haben werden? Die klassische Hausarztpraxis, wird sie noch eine große Rolle spielen?
Ich glaube, dass es die Hausarztpraxen als solche grundsätzlich weitergeben wird. Wir haben den Bedarf dafür. Nirgendwo anders findet die Basisversorgung unserer Patientinnen und Patienten besser statt als in den Hausarztpraxen, die die Patienten steuern müssen. Es macht keinen Sinn, Parallelstrukturen dazu zu schaffen. Die Bevölkerung wird sich allerdings daran gewöhnen müssen, dass es nicht mehr auf jedem Dorf einen Hausarzt geben wird, sondern auch die hausärztliche Versorgung wird sich in Zentren konzentrieren, von denen dann aus andere Standorte bedient werden. Da ist wiederum die Politik dann gefragt mit... Kriegen wir ja. Nochmal Ton? Die Politik gefragt mit dem öffentlichen Verkehrs... Sonst nehmen Sie einfach das Mikro. Da ist wiederum die Politik gefragt, öffentliches Verkehrssystem und natürlich auch die gesamte digitale Infrastruktur. Das sind die Grundlagen dafür, dass das funktionieren kann. Ich denke, wenn wir all die Exzellenzprojekte des heutigen Tages zusammennehmen, dann wird die Bevölkerung sehen, sie wird gut versorgt sein können, wenn wir es eben schaffen, entsprechende Strukturen aufzubauen und entsprechende Orientierung zu liefern. Ich denke, eins nehmen wir als zentrale Botschaft aus diesem Talk mit. Ohne Kooperation wird es in Zukunft definitiv nicht gehen. Nur gemeinschaftlich wird gelingen, was einer allein nicht umzusetzen vermag. Herzlichen Dank, Sie zwei, Frau Dr. Rommel und Herr Dr. Braun. Danke, Frau Dr. Rommel, nochmal fürs spontane Einspringen. Ja, und das Thema Kooperation bringt mich zur guten Nachricht, dass ich ja eine Kollegin habe, auf die ich verlässlich setzen kann. Jetzt in Sachen Preisverleihung. Anna Steinert, bitte. Ich danke dir, liebe Alex. Es ist jetzt einer der besten Momente des Abends, auch wenn es schon viele richtig gute gegeben hat. Ich bin wie immer froh, dass ich nicht entscheiden muss, weil Sie wissen, dass alle 10 großartigen Leuchtturmprojekte den Titel Ausgezeichnete Gesundheit verdient hätten. 3 werden es in diesem Jahr wieder sein. Und für die Überreichung der Urkunden und Pokale an die Preisträger darf ich an dieser Stelle nochmal, Frau Dr. Rommel, Sie sind jetzt einmal kurz runter und hoch, kurze Verschnaufpause, als Kuratoriumsvorsitzende bitte ich Sie noch einmal zu uns nach vorne und die Urkunden zu überreichen, natürlich zusammen mit Herrn Dr. von Stillfried, dem Vorstandsvorsitzenden des ZI, denn Sie beide werden die schönen Pokale, die jetzt die ganze Zeit schon für uns so präsent waren, gleich an unsere Preisträger überreichen. 10 eindrucksvolle Projekte, 3 erhalten den Titel und wir hatten es eben von den 4 A's, die übernehmen wir jetzt mal und zwar schauen wir jetzt auf Ergebnis anschauen, Anerkennung zollen, applaudieren, Augenblick genießen. Wir schauen in die Kategorie 1, Versorgung akut. Projekt 1 aus Hamburg, das erste integrierte Notfallzentrum stand im Mittelpunkt mit seinem gemeinsamen Tresen. Projekt 2, die Verringerung der Einsätze von Rettungswagen, war hier der Fokus. Und Projekt 3, es ging um das Zusammenwirken mehrerer Initiativen, um die Versorgungsstrukturen auf allen Ebenen ganz neu zu denken. Und jetzt wollen wir Sie nicht länger auf die Folter spannen. Wir schauen einmal, wie ist das Ergebnis? Wer trägt den Titel? Ausgezeichnete Gesundheit und es ist, und da ein Applaus an den Vorstandsvorsitzenden der KV Berlin, Dr. Burkhard Ruppert, Versorgungsangebote als System denken und entwickeln. Das effektive und effiziente Versorgungssystem der KV Berlin hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Der Applaus darf ruhig für unseren ersten Sieger ein bisschen länger sein. Eine ganz, ganz großartige Sache. Herzlichen Glückwunsch. An dieser Stelle ein Foto. Wir werden Sie auch gleich noch einmal auf der Bühne sehen, denn wir wollen natürlich auch noch mal gleich ein gemeinschaftliches Foto. Zuerst schauen wir aber auf die Versorgung digital. Da hatten wir das Projekt 1, bei dem die Kleinsten durch Videosprechstunden in Zeiten akuter Versorgungsengpässe sehr gut aufgehoben waren. Beim Projekt 2 hatten wir eine große Software zur Arzneimitteltherapie, die sogar Mortalität verringern konnte. Und das Projekt 3 mit einem umfassenden Informationsangebot für alle, die im medizinischen Bereich arbeiten und arbeiten werden. Das kam aus Hessen. Wir schauen jetzt Versorgung digital ausgezeichnete Gesundheit 2023 und das geht an die telemedizinische Erstberatung für Kinder und Jugendliche. Herzlichen Glückwunsch, Dr. Frank Bergmann
der Vorstandsvorsitzende der KV Nordrhein. Herzlichen Glückwunsch. Ganz, ganz tolles Projekt. Und ich meine, Telemedizin, es war heute an diesem Abend wirklich Thema und Thema in eigentlich jeder unserer Kategorie. Von daher absolut toller Preisträger. Herzlichen Glückwunsch aus Berlin nach Nordrhein. Und wer weiß, vielleicht sehen wir sie gleich noch einmal. Oh, oh, oh. Wir machen weiter mit unseren Preisträgern der Kategorie Versorgung kooperativ. Schauen uns noch mal kurz alle vier Projekte an. Das erste Projekt aus Bremen mit innovativer Wundbehandlung, das Projekt 2, die Stärkung von Kindern nach der Pandemie durch passende Präventionsangebote, das Projekt 3, zeigte uns, wie Arztsitze in der Region gesichert und auch gehalten werden konnten. Und das vierte Projekt der Versorgung kooperativ zeigte die stationär-ambulante Kooperation, um die augenärztliche Versorgung in Südwestsachsen zu verbessern. Tolle Projekte. Und auch hier schauen wir wieder, wer trägt den Titel Ausgezeichnete Gesundheit 2023 in der Versorgung kooperativ. Und es ist verdammt knapp. Es ist die IP-Wunde, oder? Sehe ich das richtig? Okay, herzlichen Glückwunsch an Stefanie Hornemann der KV Bremen. Mein herzlichen Glückwunsch. Und Sie sehen ein verdammt, verdammt knappes Ergebnis. Und das ist nochmal Ihr Applaus aus Berlin nach Bremen. Und damit sagen wir ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Rommel, an Herrn Dr. Stillfried. Sie dürfen ganz kurz Platz nehmen. Wir holen Sie dann gleich fürs Foto nochmal nach vorne. Ja, wir sind damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in Berlin angekommen. Am Ende unserer fabelhaften Veranstaltung Ausgezeichnete Gesundheit. Und wir möchten uns gemeinsam für ja, Ihre Teilnahme heute hier im Allianzforum, für Ihre rege Teilnahme und Ihr Interesse natürlich ganz, ganz herzlich bedanken. Ja, herzlichen Dank auch an alle Akteurinnen und Akteure, die heute hier auf der Bühne waren, die Präsentierenden, diejenigen, die mit uns getalkt haben. Und ein ganz spezieller Dank geht in diesem Jahr an die Frau, die so schnell in die Tasten haut wie keine andere, Katja Sandschneider, die uns immer wieder trägt, die auf all unsere Fragen eine Antwort hat. Das muss mal gesagt werden. Das ist natürlich das große Team hier hinter den Kulissen und die ist wirklich immer da. Also ich finde, das absolut ist wirklich mal erwähnenswert. Und danke natürlich auch an die Technik, an das Allianzforum. Danke an Sie. Sie waren ein sehr aufmerksames Publikum. Und für Sie noch der Service-Hinweis. Die Folien des heutigen Tages und auch ein Mitschnitt werden morgen bereitstehen unter ausgezeichnetegesundheit.de. Also klicken Sie da gerne mal vorbei. Und wir freuen uns außerdem, wenn Sie mögen, den Besucher-Evaluationsbogen auszufüllen. Den finden Sie im Programmheft, den Code dafür oder hier auch auf den Screens. Eine letzte Bitte an alle 10 Vortragenden. Wir freuen uns sehr, wenn Sie gleich im Anschluss noch einmal gemeinsam auf die Bühne kommen für ein gemeinsames Foto. Und ja, für alle anderen gilt jetzt, dass wir uns dort drüben sehen beim Get-Together. Es gibt natürlich Getränke, es gibt etwas zu essen. Also fühlen Sie sich dort wohl und vertiefen Sie vielleicht den einen oder anderen Aspekt, den Sie heute gehört haben und teilen Sie Ihre Gedanken. Haben Sie auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Ja, und wir wünschen Ihnen Gesundheit. Alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Alle Zeit. Ausgezeichnete Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Dankeschön.